willkommen zur heutigen Nachmittagsveranstaltung im Audimax. Ich bin Oberfeldwebel Christian Püchler und ich habe die Ehre, euch heute Oberst Markus Reisner vom Gardebataillon aus dem schönen Wien vorzustellen. Es folgt gleich der Lagevortrag zur Ukraine. Danach wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen bis ca. 14.30 Uhr. Ich bitte die Kameraden, die im Anschluss noch Veranstaltungen haben, wie zum Beispiel den Ehrenzug, bis zum Ende der Veranstaltung sitzen zu bleiben. Ich wünsche eine lehrreiche Veranstaltung und übergebe hiermit an Oberst Markus Reisner. Danke sehr. Herzlichen Dank für die wertschätzenden, einführenden Worte. Ja, danke, dass Sie mir die Ehre geben, so zahlreich hierher zu kommen. Ich wurde gefragt, ob das nicht ein Aufwand bedeutet, für mich quasi hierher zu kommen, auch als Kommandeur. Nein, bedeutet es nicht. Warum? Weil von mir sitzt die Zukunft. Sie wissen, im Militär gilt das Senioritätsprinzip. Das heißt, die Kriegselefanten, so nenne ich sie immer, geben vor, wo wir hinmarschieren. Aber es ist oft so, dass die gar nicht wissen, wo wir hin sollten. Denn sie selbst sind davon nicht mehr betroffen, aber die Jugend sehr wohl. Und das sind Sie quasi im Wesentlichen. Also viele Dinge, die ich jetzt erzählen werde, werden Sie beurteilen müssen und bestimmen, wo es lang geht im Wesentlichen. Ja, weil wir erleben gerade aus meiner Sicht historische Zeiten. Das ist uns selbst so nicht bewusst, aber das ist nichts Neues in der Geschichte. Die Generation, die davon betroffen war, wusste nicht, dass sie gerade in einer entscheidenden Zeit sich befindet. Aber so ist es faktisch im Wesentlichen. Und ich werde es auch kurz begründen, warum ich davon ausgehe, dass das der Fall ist. Ich hatte schon die Möglichkeit, am Vormittag einen kleinen Workshop zu machen zum Thema Panzer und Panzerkampf in der Ukraine. Da waren einige Kameraden schon dabei, sitzt jemand von denen auch hier? Ja, ein paar, okay, sehr gut. Also das eine oder andere, die eine oder andere Folie wird sich vielleicht wiederholen, aber der Rest quasi ist also mehr oder weniger neu mit dem Thema befasst. Das Erste und Wichtigste, das zu klären ist, ist natürlich die Frage der Quellen. Das ist das, was Sie als Wissenschaftler oder als angehende Wissenschaftler oder als jemand, der eine akademische Ausbildung macht, natürlich mit einer entsprechenden Ernsthaftigkeit zu behandeln haben. Und somit ist die erste Frage, wie komme ich dazu, die Dinge so zu darzustellen, zu bewerten und Folgerungen zu treffen. Und dazu gebe ich Ihnen folgende Erklärungsmodelle. Das erste ist, ich hatte das Glück, mich früh mit diesem Konflikt befassen zu dürfen, und zwar als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Militärakademie, die es sich quasi vornimmt, die angehenden Offiziere und Ihnen darauf vorzubereiten, was möglicherweise Sie in den Auslandseinsätzen vor allem betrifft. Und das österreichische Bundesheer hat eine lange Tradition von Auslandseinsätzen. In Spitzenzeiten hatten wir bis zu 1600 Mann im Ausland, was für die Größe des Heeres nicht gering ist, im Vergleich jetzt zu großen Ländern wie Deutschland als Beispiel. Und da ist es so, dass wir aufgrund der Vielzahl von Missionen dann natürlich auch mit so Dingen plötzlich konfrontiert sind wie IEDs, Drohnen und all diese Dinge, und da versuchen wir natürlich die Leute darauf vorzubereiten. Wir machen zum Beispiel auch in Österreich die komplette Ausbildung der Beobachter oder haben gemacht der OSZE-Beobachter in der Ukraine als Beispiel. Und da muss man natürlich verstehen, was macht der Gegenüber im Wesentlichen. Ja, das ist das eine, das ich ins Treffen führen kann. Das zweite ist, ich hatte das Privileg als Kommandant des österreichischen Kontingents im Kosovo, auch in meiner internationalen Funktion über 60 ukrainische Soldaten unter meinem Kommando zu haben. Und im Gegensatz zu vielen meiner anderen Kameraden habe ich mich sehr interessiert für die Ukrainer. Wir haben uns oft zusammengesetzt, haben Stunden damit verbracht, über die Konflikte des Jahres 2014-15 zu reden im Wesentlichen. Und ich habe mich da sehr interessiert dafür und muss auch leider sagen, dass von diesen Kameraden jetzt mittlerweile einige gefallen sind. Von den 5 Offizieren, die ich gekannt habe, 3 mittlerweile. Aber das hat mir natürlich exzellente Kontakte eröffnet in die Ukraine, die ich bis jetzt nach wie vor habe, als Beispiel. Ja, und die berichten mir dann immer wieder sehr authentisch über verschiedene Vorfälle an der Front. Und ich denke, Sie wissen alle, wir sind ja mitten auch in einem Informationskrieg. Ja, das heißt, die Dinge, die Sie vielleicht oft hören, müssen nicht unbedingt dementsprechend, wie sie sich tatsächlich darstellen. Das Dritte, was ich zur Quellenlage noch sagen kann, ist, Sie alle, so nehme ich an, sind bereits digitale Bewohner des 21. Jahrhunderts. Ich bin auch ein digitaler Einwanderer, aber doch so geschickt, dass ich mich in den sozialen Netzwerken zurechtfinde, um das so zu sagen. Und es ist so, dass mittlerweile Ihnen die Information zu Füßen liegt. Ja, also wie Gold, das Sie schürfen. Sie müssen nur an der richtigen Stelle suchen und da gibt es eigentlich kaum Geheimnisse. Ja, Sie wissen, jeder von Ihnen, also jeder Kriegsteilnehmer ist ein Sensor. Jeder hat ein Smartphone mittlerweile. Jeder will sich mitteilen, jeder dokumentiert, was er macht, die ganze Zeit, auch an der Front. Und wenn Sie natürlich diese Videos sichten, und das tue ich jeden Tag faktisch, oft bis spät in die Nacht, dann haben Sie natürlich ein sehr gutes Bild von dem, was passiert. Ja. Vor allem, wenn Sie daran denken, dass Sie als Militär
ein Video ganz anders betrachten als ein Zivilist. Ja, ein Zivilist sieht, wenn er ein Fahrzeug mit Ketten sieht, immer einen Panzer. Ich weiß, es ist ein Kampfpanzer, es ist ein Kampfschützenpanzer, es ist möglicherweise ein Mannschaftstransportpanzer. Ich erkenne den Typ, möglicherweise die Markierung der Einheit und kann daraus natürlich Ableitungen treffen. Das heißt, viele der Dinge, die ich Ihnen jetzt sage, ist unter anderem das Ergebnis von diesen quasi Analysen, natürlich gesättigt dann mit anderen Informationen. Ich verwende ausdrücklich keine Nachrichten oder geheimdienstliche Informationen. Warum? Um zu vermeiden, also quasi hier auch mehr oder weniger Dinge zu verwenden, die einer gewissen Geheimhaltungsstufe unterliegen. Ist aber auch nicht notwendig, denn Open Source Intelligence, das ist das, was ich vorher gesagt habe, gibt Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, Dinge analysieren zu können. Und wer mir über die Monate gefolgt ist, also in den Videos, die ich auch immer wieder produziert habe oder auch in den Kommentaren, der weiß, dass so pessimistisch das oft klingt, grundsätzlich die Aussagen und Bewertungen einer gewissen roten Linie gefolgt sind und leider auch mit Masse so zugetroffen sind. Ja. Und das Erste, was ich Ihnen auch an dieser Stelle mitgeben möchte, bevor ich wirklich beginne, ist, dass wir als Soldaten die Situation realistisch betrachten müssen, ehrlich betrachten müssen, nicht uns schönreden dürfen. Ja. Wenn Sie Stabsoffizier sind und der Kommandeur bittet Sie um einen Lagebeitrag, dann sind Sie angehalten, den objektiv und neutral zu verfassen. Warum? Weil er ist die Basis für eine mögliche Entscheidung des Kommandeurs und im Militär bedeutet das möglicherweise den Tod von vielen Soldaten. Und Sie können ihm da kein geschöntes Bild machen. Sie können ihm nicht erzählen, dass das gegnerische Panzerbataillon ja eh nicht einsatzbereit ist und eigentlich die ja sowieso komplett betrunken sind die ganze Zeit und die Moral am Boden ist. Ja? Weil wenn dann Ihre Soldaten da hineinfahren und dann in der Konfrontation, im Duell mit diesem Panzerbataillon schwerste Verluste erleiden, dann war möglicherweise Ihre Lagebewertung falsch. Ja, und Sie haben es vielleicht auch besser gewusst. Also das ist das, was ich Ihnen gleich mitgebe, gleich von Beginn an. Und die Situation ist die, dass wir jetzt eigentlich uns in einer sehr schwierigen, herausfordernden Situation für die Ukraine befinden. Wir eigentlich sogar uns einem Kulminationspunkt annähern diesen Winter. Und jetzt wird entschieden werden, ob die Ukraine in der Lage ist, nächstes Jahr diesen Kampf gegen Russland weiterzuführen oder nicht. Und das müssen wir erkennen. Wenn wir uns die Situation schönreden und sagen, naja, das passt schon, mit der Moral werden die das schon machen oder mit dem, was wir geliefert haben, dann ist das eine falsche Annahme, um das also ganz klar auch zu verdeutlichen. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich habe hier drei Zahlen hingeschrieben, die sind mir ganz wichtig, um das auch ein bisschen einzuordnen. 630 Tage seit Einmarsch der Russen im Februar letzten Jahres. 3530 Tage eigentlich seit dem Einmarsch der Russen damals im Sommer 2014 am ukrainischen Nationalfeiertag, Sie wissen, in den Separatistengebieten, zuvor noch mit der Inbesitznahme der Krim. Das heißt, die Russen sind eigentlich jetzt zum dritten Mal schon in der Ukraine. Zweimal waren sie dort und haben gesagt, naja, die werden schon nicht kommen, das wird schon passen im Wesentlichen. So war es aber nicht im Wesentlichen. Und 165 Tage, die Tage vom Beginn der ukrainischen Sommeroffensive weggerechnet, die gescheitert ist. Ja, ich sage das so, wie es ist, ja, aus militärischer Sicht hatte man das eigentlich schon nach zwei Wochen ganz klar sagen können, weil einfach die operativen Ziele sich mit den taktischen Erfolgen, die man erreicht hat, nicht vereinbaren lassen und damit auch der strategische Effekt, den man erwünscht hat, als solches nicht im Ergebnis erzielbar war. Beginnen wir ganz kurz noch einmal mit der Ukraine. Ich möchte Sie also da nicht jetzt langweilen mit irgendwelchen Dingen der Orientierung entsprechend, aber ich möchte Ihnen noch einmal ganz klar vor Augen führen, wie groß dieses Land ist. Wir haben oft ein Verständnisproblem, die Dinge einzuordnen, wenn es zum Beispiel um Ressourcenzuordnung geht. Ja, also zum Beispiel Fliegerabwehr. Was brauche ich an Fliegerabwehr, um ein Land wie die Ukraine und seinen militärisch-industriellen Komplex zu schützen? Und da ist es immer sehr gut, sich einmal die Ausdehnungen vor Augen zu führen. Ich habe da Österreich hineinkopiert, ja, um da einen Vergleich zu geben. Ich verwende oft die Distanz von Salzburg bis quasi zum Mittelburgenland, um also auch die Ausdehnungen tatsächlich darzustellen. Also wie quasi von Kiew bis nach Sumy, nordwestlich von Kharkiv. Das ist also eine ziemlich große und umfassende Entfernung. Es gibt eine Ähnlichkeit der beiden Länder, nämlich der Umstand, dass beide Länder durch einen Fluss geteilt werden. In Österreich ist das die Donau und in der Ukraine ist das der Dnepr, der dieses Land hier in einer S-Kurve teilt. Man sieht aber auch sehr schön an dieser Karte, dass die Ukraine von vielen Flussläufen durchzogen ist, wie zum Beispiel der Siversky Donets, der südliche Bug. Und das hat natürlich auch einen wesentlichen Einfluss auf die Einsatzführung beider Konfliktparteien, vor allem auch der russischen Seite. Ja, es geht also darum, Gewässer zu überwinden zum Beispiel. Man braucht Pioniergerät und so weiter und so fort. Ja.
Und auch hier kann man sehr gut erkennen, wenn es ins das Dunkelgrüne geht, wie flach die Gegenden sich auch tatsächlich darstellen. Ja, und das Problem in einer sehr flachen Gegend ist natürlich immer auch das Problem des Bewuchses. Und gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel bereitstellen zu können, ja, unerkannt sich bereitstellen zu können? Gibt es zum Beispiel umfangreiche Wälder, wo man unterziehen kann, oder gibt es diese nicht im Wesentlichen und so weiter und so fort? An dieser Stelle auch noch kurz erwähnt, weil ja viele sagen, höre ich oft in Europa, auch in Österreich, naja, die Ukraine, jetzt haben sie ja eh Kiew befreit, ja, und die Russen haben halt da ein bisschen was im Osten, das sind ja eh diese Bergbaugebiete und so weiter, können sie denn nicht irgendwie da jetzt auf einen Frieden einigen? Ja? Das ist nicht so einfach. Ja? Wenn wir wollen und wenn die Ukraine in der Lage sein soll, dass sie ökonomisch auch weiter als Staat existieren kann, dann braucht sie natürlich auch Ressourcen, die sie für den Staatshaushalt entsprechend verwerten kann. Ich gebe Ihnen jetzt nur ein Beispiel. Nehmen wir die Getreidewirtschaft. Ich glaube, jeder von Ihnen weiß, dass die Ukraine eine hohe Bedeutung hat, was die Getreidewirtschaft betrifft. Ja? Und es ist so, dass im Prinzip 35% des erwirtschafteten Einkommens durch den Getreideexport 35% des BIPs daraus bestritten werden. Also nicht unwesentlich, ein Drittel als solches. Ja. Und 98% dieses Getreides verlässt das Land oder hat es bis jetzt auf dem Seeweg verlassen. Jetzt ist aber so, dass eigentlich die Ukraine keine Häfen mehr hat. Ja. Nur mehr Odessa, wobei das greifen die Russen gerade massiv an, und auch quasi im Donaudelta im Wesentlichen Renne zum Beispiel oder Ismail. Und wenn also diese Häfen zerstört sind, wenn diese Getreideexporte nicht stattfinden, dann fehlt der Ukraine ein wesentliches Einkommen als solches. Das Gleiche auch, wenn Sie daran denken, an die Rohstoffe. Ja. Denken Sie an die Stahl und Vorkommen da in dem Bereich, Erze und so weiter. Ja. Mariupol, Asowstal, eines der größten Stahlwerke, die es gegeben hat. Ja. Alles nicht mehr in ukrainischem Besitz. Stromversorgung. Die Ukraine hat 15 Kernreaktoren in mehreren Kernkraftwerken zusammengefasst, 6 Reaktoren davon in Enerhoda, hier gelegen. Dieses Kernkraftwerk ist in russischem Besitz. Damit fällt also ein Drittel der Atomenergieversorgung der Ukraine praktisch weg im Wesentlichen. Ja. Das heißt, meine Botschaft ist, die Ukraine kann nicht einfach sagen, wir hören da jetzt auf, faktisch. Und was ich auch noch kurz bringen möchte, ist die Länge der Front. Und hier muss man unterscheiden in die Front, an der wirklich gekämpft wird, und das ist im Wesentlichen diese rote Linie, aber auch jene Räume, die mit berücksichtigt werden müssen, von der Ostukraine über Weißrussland bis an die Grenze zu Polen. Und alleine diese Front ist so lange, als wenn Sie ins Auto steigen würden in Berlin und nach Florenz fahren würden, durch das schöne Österreich. Oder von Berlin nach London. Und jetzt können Sie die Frage stellen, wo setze ich meine 18 Panzerhaubitzen ein? Also in Tirol oder irgendwo im Raum München oder vielleicht doch irgendwo bei Udine. Und das macht es so schwierig in der Ressourcenzuteilung im Wesentlichen. Ja. Also das nehmen Sie bitte mit, wenn wir über die Front reden als solches. Und auch die Verschiebung von Kräften. Ja. Ein Divisionsäquivalent 10.000, 15.000 Mann verlegt man nicht einfach so aus Kherson irgendwo hinauf in den Norden. Das muss geplant werden, das muss durchgeführt werden. Da braucht man Eisenbahn, vor allem Eisenbahn dazu. Ja. Mottmarsch würde zu vielen Ausfällen entsprechend führen. Gut, also das nehmen wir mit ganz kurz. Was ich auch noch kurz darstellen möchte, was auch ganz wichtig ist zur Einordnung, es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie ein Staat Macht projizieren kann. Im Wesentlichen gibt es ja dieses Dai-Modell, das Sie sicher alle schon mal gehört haben, gibt es 4. Also man kann Diplomatie anwenden, das ist das, was wir gesagt haben in den letzten Jahrzehnten. Das ist eigentlich das Maß aller Dinge. Wir lösen Konflikte diplomatisch, das ist das eine. Dann natürlich der Bereich des Militärs, die militärische Karte, die Karte, die wir eigentlich ad acta gelegt haben. Denken Sie an die Aussage von Herfried Münkler, der gesagt hat, wir sind alle postheroische Gesellschaften. Also die Militärkarte einzusetzen, ist also nicht so das, was wir eigentlich wollen. Das machen wir also nur mit starken Schmerzen verbunden im Wesentlichen. Und dann natürlich die Ökonomie, die ökonomische Karte, die ganz wesentlich ist. Also da, wo wir gesagt haben, naja, wir definieren uns als Wirtschaftsnationen über unseren wirtschaftlichen Wachstum. Und wenn einer nicht mitspielt, so wie wir das wollen, dann wird halt an der Ökonomieschraube gedreht und dann sollte natürlich die Situation sich zu unserem Gunsten verändern. Und als viertes und letztes Element, ich habe es nicht ausgelassen, sondern ich möchte es am Ende verwenden, ist natürlich das Lagebild, Information. Also um diese, ich vergleiche das immer mit Karten, einsetzen zu können, brauche ich auch eine Karte, die mir ein realistisches Lagebild gibt, wie die Situation ist, regional oder auch global. Und nach Ende des Kalten Krieges haben wir uns ja eingeredet, dass, Sie kennen ja alle das Buch von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, im Prinzip die schlimmen Zeiten sind vorbei,
The Scorpions, The Wind of Change, ja, also das Ende der Geschichte ist angebrochen. Und so war es aber nicht. Ja. Und wir haben natürlich jetzt das Dilemma, dass das, was wir gedacht haben, das eintreten wird, nicht so passiert ist. Im Gegenteil, wir sind also kurz davor, möglicherweise in ein weiteres Jahrzehnt der Konfrontation zu gehen. Nicht nur regional in Europa, sondern möglicherweise sogar global. Also Stichwort globaler Norden gegen den globalen Süden. Ich denke, beide Begriffe haben Sie schon mal gehört. Und wenn wir das jetzt umlegen auf den Konflikt, dann muss man sagen, dass Russland hier klar die Militärkarte gezogen hat. Und wir waren schockiert. Niemand hat das für möglich gehalten. Ja, wenn der österreichische Generalstabschef am Vortag des Einmarsches gesagt hätte, am Abend im Fernsehen, die Russen kommen morgen, dann hätte man ihm wahrscheinlich zur Spätsendung nahegelegt, als Kriegstreiber den Rücktritt. Und am nächsten Tag, nach dem erfolgten Einmarsch der Russen, hätte man ihn dann zu Mittag gefragt, in den Nachrichten, warum haben Sie uns das nicht gesagt? Wie konnten Sie uns das quasi vorenthalten? Ja. Und das all jenen gesagt, die jetzt kommen und sagen, naja, hätte man nicht können damals machen. Es ist zu spät. Der Schuss ist draußen. Es bringt überhaupt nichts mehr darüber zu diskutieren, was man in der Vergangenheit machen hätte sollen. Ob die Ukraine vielleicht neutral sein hätte können wie Österreich oder ähnliches. Es ist zu spät. Die Milch ist verschüttet, um das so zu sagen. Und Russland hat das mit einer Konsequenz durchgeführt, die uns überrascht hat, weil natürlich das Völkerrecht mit Füßen getreten worden ist. Was haben wir gesagt? Naja, okay, also die Militärkarte, die wollen wir also quasi da jetzt nicht ausspielen, in diesem teuflischen Spiel der Russen mit uns, sondern wir nehmen natürlich die ökonomische Karte. Jetzt ist das natürlich nicht so einfach, weil ja auch ganz klar gesagt werden muss, dass wir ja sehr gut profitiert haben von diesen vor allem russischen Ressourcen, ja, sagt gerade auch ein Österreicher zu Ihnen, ja, Stichwort Gas und so weiter. Ja. Aber diese 42%, die wir hier konsumiert haben, sehr billig und die uns auch geholfen haben, unsere Wirtschaften so heranwachsen zu lassen, wie wir das auch gewünscht haben, die sind jetzt natürlich an der Kippe im Wesentlichen. Ja. Und die Frage ist natürlich, ob Russland hier möglicherweise dann doch etwas auf der längeren Karte sitzt als wir, weil nehmen wir zum Beispiel Gas, wir alle hoffen jetzt auf das norwegische Gas, ich hoffe, dass die Norweger auch wirklich so viel Gas finden, dass wir da alle versorgt werden können, aber wenn es nicht so ist, dann ist es kompliziert und wir werden auf das auch nochmal zurückgehen, weil in Wirklichkeit ist es so, dass wir ja mehr oder weniger uns auch selbst belügen, wenn es vor allem um die Sanktionen geht, weil die Wirtschaftskarte für uns war im Prinzip das Ausspielen von Sanktionspaketen oder Sanktionsmaßnahmen und da muss man sagen, dass die Sanktionen zwar die russische Wirtschaft treffen, ja, auch massiv, aber nicht in der Form, als dass es eine Verhaltensänderung bei der russischen Seite bewirkt. Warum? Weil die russische Bevölkerung eine archaische ist. Ja, wer vielleicht vor kurzem gesehen hat, ein Video, das man im ukrainischen Staatsfernsehen auch gezeigt hat, wo ein russischer Oberst, ein Regimentskommandeur in Russland die Familien der unter seinem Kommando gefallenen Soldaten abfährt und denen als Dank für die Dienstleistung des gefallenen Sohns einen Kartoffelsack übergibt, dann weiß man, dass die Sanktionen bei den Russen überschaubare Wirkung zeigen. Ja? Außer bei der Oligarchie natürlich, die zum Teil enteignet worden ist, ganz klar, aber bei der normalen, einfachen Volk eher nicht im Wesentlichen. Ja? Und in Russland, behaupte ich, ist Hunger eine Kategorie. Und da ist noch sehr viel Platz, bis man dort ist im Wesentlichen. Ja, und das Informationsbild, das wir haben, zeigt natürlich ganz klar auch, dass die Russen verstanden haben, wo unsere Schwachpunkte sind und versuchen, nicht nur die Wirtschaftskarte selbst auszuspielen, indem sie die Sanktionen zu übergehen, sondern auch uns zu beeinflussen, dass unser Lagebild ein falsches ist. Und es gibt also hier drei Narrative, die ganz massiv von den Russen gespielt werden. Ich glaube, Sie kennen sie alle. Das eine ist natürlich die Situation der Getreideexporte der Ukraine. Also wenn ihr nicht auf die Ukraine einwirkt, dann wird es also Hunger und Migration geben. Migration ein ganz gefährliches Wort in Europa. Auf der anderen Seite die nukleare Katastrophe, ob das jetzt Atomwaffentests sind, eine Eskalation, die sich aufgrund der Situation an der Front ergibt, wo es den Einsatz von Atomwaffen notwendig macht, oder natürlich die Situation wie zum Beispiel in Saporoschia, also Atomkraftwerk in Rhoda, wo ja quasi permanent Beschuss stattfindet und die Frage ist, was bringt das oder was soll das heißen? Und was uns natürlich allermeisten interessiert, die wirtschaftliche Situation. Ja. Ich denke, Sie wissen alle, auch die deutsche Wirtschaft hat Herausforderungen. Wenn die deutsche Wirtschaft Herausforderungen hat, dann ist es so, dass in der österreichischen Wirtschaft hinten schwarze Luft rauskommt, im Wesentlichen. Also da ist natürlich einiges, was dranhängt. Und es ist ja so, dass Europa immer noch davon ausgeht, dass Deutschland der Wirtschaftsmotor des Kontinents ist. Und was bedeutet das, wenn dann der Krieg möglicherweise sehr wohl aufgrund der Ressourcenlage Auswirkungen hat in einer Art und Weise, die man als Wirtschaftskrieg bezeichnen kann?
Ja, und Diplomatie im Moment bedeutet, dass wir ausschließen, quasi mit den anderen zu reden, weil wir sagen, okay, das Böse lauert quasi da in Mordor und so weiter. Während die andere Seite natürlich sehr wohl versucht, quasi hier aktiv zu sein. Ja. Die beiden Herren hier, glaube ich, kennen Sie, nicht der mittlere, sondern die links und rechts davon, haben sich ja mehrmals getroffen. Das war also der letzte Besuch quasi in Moskau. Jetzt gab es inzwischen schon wieder ein anderes Treffen, aber ich hoffe alle, dass Sie mitbekommen haben, wie man sich verabschiedet hat voneinander. Sehr freundschaftlich eigentlich. Ja. Und auch in der Kommunikation durchaus ambitioniert. Das hat man im russischen und im chinesischen Staatsfernsehen auf- und abgespielt. Bei uns haben sie das kaum gehört, weil wir sagen, naja, die Chinesen, die werden da schon mit den Russen irgendwie mitmachen, ne? Weil die haben ja auch kein Interesse daran, dass die Wirtschaft leidet. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Annahme die korrekte ist oder nicht im Wesentlichen, wenn man sich dann anschaut, was so passiert im Hintergrund. Ne? Also woher bekommen die Russen ihre Chips und alle anderen Dinge als Beispiel. Ja. Gut, das möchte ich jetzt nur eingangs kurz Ihnen mitgeben. Das nächste, was ich kurz noch darstellen möchte, ist der Krieg und auch das Militär funktioniert nach sehr einfachen Regeln. Und um ein bisschen auch einzuordnen, was ich sage, kurz ein paar Rahmenbedingungen. Also das Erste, was interessant ist natürlich, dieser Krieg wird tatsächlich als Krieg bezeichnet, der über alle Domäne bereits geführt wird. Über die sichtbaren Domäne und auch über jene Domäne, von denen wir in den letzten Jahren nur gelesen haben oder gehört haben, dass sie möglicherweise einen großen Einfluss haben. Ja. Wir wissen natürlich, das Landdomain ist bestimmend. Wenn Sie den Fernseher aufdrehen, dann sehen Sie Panzer von A nach B fahren. Das ist das Landdomain, das bestimmt die Berichterstattung. Ja. Maritim, auch hier nicht zu übersehen, viele wichtige Ereignisse, zum Beispiel auch der Umstand, dass man es geschafft hat, den Russen tatsächlich den Westen des Schwarzen Meeres zu nehmen, auch durch Maßnahmen entsprechend. Luft, wir wissen, die russische Luftwaffe fliegt ja nicht eigentlich, das hören wir ja die ganze Zeit, dem ist nicht so. Warum? Weil wir natürlich hier das falsche Lagebild haben. Space, denken Sie an Elon Musk zum Beispiel, auch hier interessant, der erste Krieg, wo ein Privatier maßgeblich an einer Seite quasi in diesen Konflikt eingreift, ja, ohne Starlink geht praktisch nichts auf der sogar gefechtstechnisch-taktischen Ebene, also die Mörsergruppe, und da rede ich nicht von 120 mm, sondern darunter wird zum Teil über Starlink geführt im Wesentlichen, weil die Kommunikation nicht möglich ist. Und dann haben wir noch drei Domäne, die auch sehr wesentlich sind und oft unterschätzt werden. Das eine ist der Cyberraum, der sehr wohl am Beginn eine große Rolle gespielt hat, aber sehr vorsichtig bespielt wird. Warum? Weil es hier sehr, sehr schnell zu einer massiven Eskalation kommen kann. Ja, hier passiert ja grundsätzlich fast alles in Lichtgeschwindigkeit und Sie sehen auch immer wieder Vorgänge, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, wo man sich gegenseitig zeigt, was man tun könnte, wenn man möchte. Stichwort hybride Kriegsführung im Wesentlichen, ja, also unter der Oberfläche. Aber der Cyberraum ist viel wichtiger, weil er ist nämlich der Zauberteppich, sage ich immer, auf dem die Information, und damit sind wir beim Informationsraum, zum Bedarfsträger kommt. Sie alle sind Teil des Kriegsgeschehens. In dem Moment, wo Sie die Zeitung konsumieren und sich aufgrund des dort Gelesenen ein eigenes Bild machen im Wesentlichen. Und da ist es natürlich klar, dass auch die Konfliktparteien ganz maßgeblich versuchen, diesen Informationsraum in ihrem Sinne zu beeinflussen. Vor allem natürlich die ukrainische Seite aus unserer Sicht, die klar vermitteln möchte, wir sind auf der Gewinnerseite. Und das haben sie auch sehr erfolgreich gerade am Beginn des Krieges geschafft, wo man ja rasch den Eindruck hatte, dass der ukrainische Soldat mit der deutschen Panzerfaust in der Hand quasi die russische Armee aufgehalten hat. Das stimmt natürlich so nicht. Es waren die ukrainischen Landstreitkräfte, die die russische Armee aufgehalten haben. Und die ukrainischen Landstreitkräfte waren am Beginn des Krieges die stärksten Streitkräfte Europas. Mit fast 2000 Panzerfahrzeugen zum Beispiel. Aus eigener Produktion. Unter anderem in Werk in Mariupol und sonst wo hergestellt. Ja, und wenn man noch einmal nach außen schauen, dann sieht man, dass hier mittlerweile ein anderes Domain eine ganz wesentliche Rolle hat, nämlich das elektromagnetische Spektrum. Das ist auch das oder der Bereich, den General Saluschny vor kurzem in seinem Aufsatz angesprochen hat, nämlich das Problem, dass das Gefechtsfeld tatsächlich mittlerweile gläsern geworden ist. So wie wir das in der Theorie immer gelesen haben in den letzten Jahren, jetzt ist es soweit. Wir haben Tausende, Zehntausende Drohnen, die permanent am Himmel sind, über diese Front verteilt und jeder weiß, was der andere tut und macht. Es ist sogar so, dass die Drohne nicht nur Mittel der Aufklärung ist, sondern auch Wirkmittel mittlerweile. Ob das jetzt quasi eine Drohne ist, die Dinge abwirft oder abfeuert oder sich quasi aus Kamikaze-Drohne in ein Ziel sogar hineinstürzt. Ja, wenn Sie denken also an die russischen Modelle wie die Lancet oder diese First-Person-View-Drohnen. Und das meint General Saluschny, wenn er sagt, wir sind in einem Patt. Wir können kaum mehr ins Manöver gehen und uns bereitstellen, weil der andere das sieht. Und das gilt für beide Seiten gleichermaßen. Sie sehen es ja jeden Tag auf den Bildern, die uns quasi erreichen, wo Fahrzeuge mehr oder weniger in die Luft gesprengt werden.
Wenn wir uns ganz kurz jetzt noch drei andere Ebenen im Prinzip zu Gemüte führen, dann ist es die taktische, die operative und die strategische Ebene, die also auch sehr entscheidend sind. Ja, auch hier muss man verstehen den Unterschied dieser Ebenen, um zu erkennen, wie der Kriegsverlauf sich darstellt. Und ich beginne mit der taktischen Ebene, also dort, wo sich vor allem auch die Gefechtstechnik darstellt. Ja. Tactics, Techniques und Procedures, wie man im angelsächsischen Raum sagt oder bei der NATO. Und hier ist es so, dass die Russen ganz klar am Beginn des Krieges massiv Fehler gemacht haben. Warum? Weil sie in einer Art und Weise einmarschiert sind, wo sie dachten, dass es so wie damals vor 8 Jahren, 2015, auch wieder funktioniert, aber das Gegenteil war der Fall im Wesentlichen, 2014, 2015. Während die ukrainische Seite, die hat gelernt, die hatte 8 Jahre Zeit, um sich darauf vorzubereiten und war auch immer davon überzeugt, dass die Russen wieder kommen. Ich gebe Ihnen 3 Ortsnamen, Seleniopilja, Ilovaisk, Debaltsevo. Wer kennt diese Ortsnamen? 2, 3. Sie sollten sie kennen. Das waren jene Räume, wo die Ukraine damals hunderte Soldaten verloren hat, weil sie eben nicht vorbereitet war und völlig überrumpelt worden ist von den Russen. Aber sie haben daraus gelernt. Damals wussten sie nicht, was es bedeutet, wenn eine Drohne über ihnen kreist, dass wie einige Minuten später massives Artilleriefeuer kommt. Und daraus hat man gelernt. Und man hat sogar Folgendes gemacht, und das spricht für die ukrainische Ingenieurskunst, und darum auch alle Studierenden, die im Bereich der Technik eingesetzt sind, nehmen Sie das ernst. Ja. Man hat sogar durch Reverse Engineering Waffensysteme nachgebaut. Also ich gebe Ihnen hier dieses Beispiel, das Kwivnik, das ist eigentlich eine nachgebaute Krasnopol. Die Krasnopol ist vergleichbar mit der Excalibur, also endphasengesteuerte Artilleriemunition. Und aufgrund der erbeutenden Modelle hat die Ukraine im Prinzip selbst auch welche gefertigt und hat diese erfolgreich am Beginn des Krieges gegen die Russen eingesetzt. Ja. Und es war diese Kombination vor allem von taktischen Maßnahmen, die dazu geführt hat, dass am Beginn des Krieges die Ukraine ganz klar einen Erfolg erzielt hat. Wir und im Detail werden wir ganz kurz noch ansprechen. Was es aber hier wichtig ist zu verstehen, ist, dass der Krieg wesentliche technologische Entwicklungen hervorgebracht hat, die sehr wohl das Gefechtsfeld verändern. Wie dieses Mittel, die First-Person-View-Drohne. Die kommt eigentlich aus der Drohnen-Rennszene, wurde quasi mit Sprengstoff bewaffnet und ist in der Lage, mit sehr, sehr wenig Geld maximale Wirkung zu erzeigen. Und das ist auch das, was es General Solushnik in seinem Artikel angesprochen hat. Auf der anderen Seite die operative Ebene, also wo man taktische Effekte zusammenfasst, um quasi tatsächlich eine Operation durchzuführen zum Beispiel. Ja, und hier muss man sagen, hier die Kiew, Kharkiv und Kherson für die Ukraine wesentliche Gewinne bedeutet, aber es waren vor allem Punktesiege, es waren keine K.O.s, also keine K.O.s im Sinne von, dass die Russen wirklich gezwungen gewesen wären aufzugeben. Aber der Erfolg bei Kiew war entscheidend, weil hier die Moral der Ukrainer durch einen wesentlichen Anschub bekommen hat. Man war davon überzeugt, wenn man Kiew zurückerobert hat oder befreit hat, dann kann man auch den Rest des Landes befreien. Und natürlich dann die Erfolge bei Kharkiv und Kherson, über die wir noch im Detail sprechen werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Russland nach dem Schock des Einmarsches auch begonnen hat, sich anzupassen und Erfolge erreicht hat. Mariupol, die Einnahme dieser Stadt. Severodonetsk, also der Durchbruch quasi bei Popasna. Soledar Bakhmut, der Durchbruch der zweite und das quasi mehr oder weniger Beziehen der zweiten Linie, hinter der nun eine dritte steht. Und hier muss man also klar sagen, auch hier gibt es Adaptionen. Und wenn man dann die Bilder der letzten Wochen betrachtet, wo es dann die Russen plötzlich schaffen, tief hinter den Gefechtsstreifen der Ukrainer einzelne Kampfflugzeuge ausfindig zu machen und zu zerstören, mit einem Hunter-Killer-System, also Aufklärungsdrohne und gleichzeitig Wirkungsdrohne, dann sieht man, dass die Russen hier in der Lage sind, sich anzupassen. Und Sie wissen, dass die ukrainischen Luftstreitkräfte in einer sehr prekären Lage sind und da ist jedes einzelne Kampfflugzeug, das verloren geht, natürlich ein Riesenverlust. Denn sie brauchen ja Waffenträger im Prinzip, um westlich gelieferte Systeme einsetzen zu können. Storm Shadow, Scalp und so weiter, wenn Sie an die SU-24M zum Beispiel denken. Die dritte Ebene, die entscheidend ist, ist aber die strategische. Und die strategische Ebene ist deswegen entscheidend, wie sie entscheidet, ob sie diesen Krieg über lange Sicht führen können oder nicht. Und hier darf man nicht vergessen, dass Russland eine strategische Luftkampagne gegen die Ukraine durchführt. Es hilft nichts, wenn wir UK Intel lesen, wo drinnen steht, die russische Luftwaffe liegt am Boden. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die russische Luftwaffe muss auch nicht in den Luftraum der Ukraine einfliegen mit ihren strategischen Bombern. Sie kann das bequem aus dem belarussischen Luftraum machen oder aus dem russischen. Aber diese Bomber sind natürlich Träger von Marschflugkörpern, die wiederum die kritische Infrastruktur angreifen. Und kritische Infrastruktur heißt Stromversorgung. Und im 21. Jahrhundert funktioniert Rüstungsindustrie vor allem mit Strom. Und wenn Sie keinen Strom haben, dann haben Sie keine Rüstungsindustrie. Und wenn so ein Transformer 750 kVA zerstört ist,
dann bekommen Sie den nicht einfach so beim Hornbach, ja, sondern Sie müssen den einmal bestellen, der wird dann 2 Jahre produziert und im 3. Jahr geliefert. Und da gibt es einfach nur eine sehr begrenzte Anzahl. Ja. Und das ist genau dieses Dilemma, dass die Russen hier sehr wohl erfolgreich sind und man sieht das auch sehr schön an diesen beiden Bildern. Damals im Jänner und hier im Vergleich quasi dann im November letzten Jahres, dass natürlich die Stromversorgung massiv gelitten hat. Und zu Recht sagt die Ukraine jetzt, Achtung, der Winter wird möglicherweise sehr anstrengend werden, weil wir immer noch den Bedarf an Fliegerabwehr haben, um uns diesen Angriff erwehren zu können. Und das ist im Prinzip die Ebene, die auch entscheidet, ob das Land in der Lage ist, quasi in den nächsten Kriegswinter zu gehen oder in den übernächsten im Wesentlichen, wenn natürlich das gewünscht ist. Und wenn man dann hört, dass die Russen, obwohl man uns ja erzählt hat, dass die Marschflugkörperlager sehr schnell sehr leer waren, dann eigentlich die Produktion sogar wesentlich gesteigert haben, unglaubliche Zahlen sogar hier kolportiert werden, dann sieht man, dass also hier auch der Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, dass quasi diese Arsenale ähnlich sind. Gehen wir jetzt ganz kurz die einzelnen Phasen des Konflikts durch, um zu verstehen, warum der Konflikt so sich darstellt, wie er sich darstellt. Die erste Phase war der russische Einmarsch. Hier muss man klar sagen, die Russen haben sich völlig verkalkuliert. Ich sage aber auch hier an dieser Stelle, sie sind auch in guter Gesellschaft. Ja? Weil wenn Sie daran denken, dass man angenommen hat von russischer Seite, dass man in 3 Tagen Kiew in Besitz genommen hat, so erinnert es sehr an eine andere Situation, nämlich den Abzug des Westens aus Afghanistan. Da war man ja davon überzeugt, weil die westlichen Nachrichten und Geheimdienste es gesagt haben, dass die afghanische Armee, die man ja jahrzehntelang ausgebildet hat, durchhalten wird und das Gegenteil der Fall war, weil 3 Tage später war Kabul gefallen. So muss man sagen, dass hier die russischen Nachrichten und Geheimdienste gesagt haben, dass Kiew fallen wird und das auch nicht passiert ist. Das heißt, man sieht also, dass grundsätzliche Annahmen möglicherweise komplett konträr sich tatsächlich in der Wirkung darstellen. Und so war es auch im Wesentlichen. Die Russen dachten sich, sie können mit einer intelligenten Einsatzführung, die ein bisschen erinnert an das, was die Amerikaner gemacht haben 2003, Shock and Awe, das heißt, man hat einen initialen Effekt, einen Enthauptungsschlag, wo dann im Prinzip alle wie Dominosteine folgenden Effekte sich daraus resultierend ableiten lassen. Das war die Idee quasi mit dem Einsatz im Raum Kiew und dann quasi dem gleichzeitigen Ansatz von 190.000 Mann an verschiedenen Stellen des Landes, hier den Effekt zu erzielen, dass also die Ukraine rasch fällt im Wesentlichen. Wir wissen das deswegen so gut, weil während sich vor allem die Ereignisse in Kiew überschlagen haben, auf die ich noch kurz referenzieren werde, es so war, dass also viele russische Drohnen gleichzeitig, vor allem hier entlang der Front, Kurznachrichten ausgeschickt haben an die ukrainischen Soldaten, wo drinnen stand, der Präsident ist festgesetzt, die militärische Führung ist handlungsunfähig, der Krieg ist vorbei, legt eure Waffen nieder, das war's im Wesentlichen. Ja. Und da am 24. Februar bis zum Mittag war für viele nicht klar, ist das wirklich wahr oder nicht, wenn sie sich damals noch an diese Zeit erinnern können. Und erst durch den Umstand, dass unter anderem der Präsident gesagt hat, er bleibt hier im Lande, und Sie dürfen nicht vergessen, auch die USA hat angenommen, dass Kiew in 3 Tagen fällt. Da gibt es ein super Interview mit dem Leiter des amerikanischen Militärnachrichtendienstes auf YouTube einsehbar, wo er quasi dem Kongress Rede und Antwort steht, wo er genau das sagt im Wesentlichen. Und dann die Kongressabgeordneten sagen, ja, aber das ist nicht passiert, was machen wir jetzt? Und er hat gesagt, ja, puh, jetzt müssen wir die unterstützen. Ja, es geht nicht anders im Wesentlichen. Ja. Aha, okay, na passt, gut. So, und wenn wir uns jetzt nochmal die Situation in Kiew anschauen, dann sieht man hier sehr schön, und das ist ja auch das, warum Geschichte so interessant ist, weil, obwohl der Geschichtsschreiber Ihnen immer so die Idee gibt, dass man Dinge voraussehen kann, oft sind es kleine Dinge, man sagt im Englischen dazu den Hinge-Faktor, ja, also der Angelpunkt, der dann einen entscheidenden Einfluss hat. Und so war es auch hier. Denn die Idee war, hier quasi den Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew einzunehmen mit einer Luftlandung, dann schwere Transportmaschinen anzulanden, ich denke, Sie kennen die Geschichte, rasch quasi von hier Richtung Kiew vorzumarschieren, nicht um die Stadt einzunehmen, dazu wären die Kräfte natürlich gering gewesen, sondern um eben parallel zu den von den Spezialkräften durchgeführten Enthauptungsschlag gegen die politische und militärische Führung, vor allem Bilder zu schaffen, russische Soldaten am Maidan und natürlich dann das unterlegt mit den Kurznachrichten, die man ausgeschickt hat, klar im Informationsraum, Lagebild, das so zu beeinflussen, dass die Ukrainer gesagt haben, okay, na gut, dann, also bitte, dann hören wir auf. Ja, weil das ist unfair, so ungefähr. Ja. So, und das hat aber nicht funktioniert. Warum nicht? Weil 3 wesentliche Dinge passiert sind, die entscheidend sind zu verstehen. Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass die russische Seite zwar, das haben Sie natürlich nicht gehört, aber so war es faktisch, sehr erfolgreich geschafft hat, die ortsfeste Fliegerabwehr der Ukraine auszuschalten, aber was sie nicht geschafft haben, ist, die mobile Fliegerabwehr auszuschalten, vor allem kurzer Reichweite. Also das, was wir als Manpad bezeichnen. Stinger, Streller, Eagle und so weiter und so fort. Und wie dann diese Hubschrauber hereingekommen sind, den Dnepr entlangfliegen und Richtung Westen abgebogen und hier quasi diese
Brigade angelandet haben, wirklich ein Bataillon von 400-500 Mann, war es so, dass die Russen mehrere Hubschrauber verloren haben, 5 Stück, im Wesentlichen durch Abschuss. Und damit war klar, dass eigentlich die Folgephase, das Anlanden der schweren IL-76, die ja kaum Selbstschutzeinrichtungen haben, nicht möglich ist, und man konnte live mitverfolgen, wie diese Flugzeuge im Luftraum im Norden von Kiew abgedreht sind und Richtung Gomel abgeflogen sind, während die russischen Fallschirmjäger diesen Flugplatz in Besitz genommen haben. Aber Sie kennen alle natürlich die Regel, dass eine Luftlandung nur eine Fähigkeit darstellt, die quasi etwas enablen kann, aber nicht entscheidend durchhaltefähig ist, und genau so war es, weil die Ukrainer haben dann mit der 4. Mech-Brigade einen Gegenangriff durchgeführt und haben diese Teile dann hinausgedrängt in dieses Waldstück. Und damit war der Flugplatz verloren. Und der Plan, so wie er gedacht war, dieser Enthauptungsschlag nicht mehr möglich. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, dass die Ukraine 3 wesentliche Punkte gemacht hat, die entscheidend waren in diesen ersten 48 Stunden für den Kriegsverlauf. Und was war das? Das Erste, was sie gemacht haben, ist, hier aus dem Dnepr fließt der Irpen. Das ist ein Fluss, der quasi hier bei Kiew, bei diesem Waldstück vorbeigeht. Und was hat man gemacht? Man hat das Stauwerk gesprengt von ukrainischer Seite. Und der Dnepr, der aufgestaut ist, hier durch ein großes Stauwerk, hat sich in dieses Flussbett ergossen und hat ihn hier im Prinzip geflutet. Also ist ein riesiger See entstanden. Das Zweite, was man gemacht hat, ist, man hat die wesentlichen Brücken über den Irpen gesprengt. Derer sind hier 3. Und wie dann 2 Tage später, nach der erfolgten Luftlandung, nachdem dann die Bodentruppen der Russischen Föderation, die sich aus dem Raum Tschernobyl angenähert haben, sich mit den Fallschirmjägern vereint haben, man gemeinsam versucht haben, in einem Konvoi von Butscha über Irpen Richtung Kiew zu fahren, war es so, dass die Spitzen quasi in Irpen auf diesen riesigen See und die zerstörten Brücken gestoßen sind und zum Stehen gebracht worden sind und gewartet haben auf Pioniergerät. Und während sie das getan haben, hat die Ukraine ein drittes Element zum Einsatz gebracht. Sie hat bereitgestellte BM-27 Uragan Mehrfachraketenwerfer, das sind Waffen, die eigentlich für einen heißen, kalten Krieg entwickelt worden sind, von beiden Seiten verwendet werden, eingesetzt, die hier zentral zusammengefasst das Feuer eröffnet haben, vor allem auf die russischen Kräfte im Raum Butscha. Und dort knapp 2 Bataillone vernichtet haben. Also die Blumen, die man den Russen versprochen hat, die sind also so nicht eingetreten, das Gegenteil war der Fall. Und damit war der russische Angriffsschwung gebrochen, aber das war auch dann die Basis der Massaker, die wir in Butscha gesehen haben, wo die Russen völlig durchgeknallt sind und dann die Leute begonnen haben umzubringen, natürlich in Rage über diesen Empfang, den man ihnen da bereitet hat. Aber das hat natürlich den Verlauf des Krieges am Beginn in Kiew entscheidend verändert. Und wie dann der Präsident vor die Bevölkerung getreten ist, quasi auch online, und gesagt hat, ich bin hier und ich gehe nicht und ich führe diesen Kampf mit euch, hat es natürlich bis in den letzten Schützengraben dazu geführt, dass die gesagt haben, jawohl, wir versuchen es. Und damit bin ich bei dem Abwehrvolk. Und der Abwehrvolk hat also nicht nur diese Initialzündung, die schiefgegangen ist im Kern, sondern da geht es auch darum zu verstehen, wie haben die Ukraine ihre Taktik angewandt. Ja, und diese Taktik haben sie angewandt, weil sie gelernt haben, aus dem russischen Einmarsch 8 Jahre zuvor. Und damals hat die Ukraine versucht, die Russen an der Grenze aufzuhalten, beziehungsweise sie in einer Zangenbewegung einzukesseln und wurden dabei massiv beschossen, völkerrechtswidrig, von vor allem russischer Artillerie aus dem russischen Territorium heraus auf die ukrainische Seite. Das heißt, die Ukraine wusste, wenn die Russen wiederkommen, können wir das nicht in derselben Art und Weise machen. Und was haben sie getan? Sie haben die Russen hereingelassen. Knapp 5 Tage. Ich generalisiere jetzt ein wenig, aber nur damit Sie verstehen die Idee des Gefechts. Die Russen sind einmarschiert mit diesen bataillonstaktischen Gruppen, mit denen sie ja sehr erfolgreich operiert haben 2014-15. Das Besondere daran ist, sie haben sehr viel Kampfunterstützung mit quasi, sie können also jeden Widerstand brechen, aber sie haben sehr wenig infanteristische Kräfte mit, die sie brauchen würden zur Eigensicherung in einem bedrohten Umfeld. Und wie die Russen einmarschiert sind, haben die Russen sich gedacht, sie sind besonders schlau, wir nehmen quasi Betriebsmittel, Munition nicht nur für 3 Tage mit, ja, sondern für 5 Tage. Indem wir quasi mobile Versorgungspakete mitführen. Dann unterlaufen wir die ukrainische Verteidigung und fahren quasi hinter diese Stellungen und sind quasi in der Tiefe des Gegners. Nur die Ukraine hat das antizipiert und hat die Russen 5 Tage lang fahren lassen. Also vom Mittelburgenland, wenn man den österreichischen Vergleich nimmt, bis nach Salzburg praktisch, mit einer Gefechtsgeschwindigkeit von 30 bis 35 km/h, also wie aus dem Taktik-Handakt, sind die Russen da durchs Land gefahren, wurden zwar immer wieder auch gezielt angegriffen, also mit Punkten, also an Punkten, wo man Artillerie vermessen, entsprechende Feuerstellungsräume definiert hat, oder auch zum Beispiel durch Drohnen, wie diese türkische Bayraktar, die am Anfang erfolgreich war, bis halt dann die Russen die Fliegerabwehr geholt haben. Aber der Punkt ist, nach 5 Tagen war Halt und man ist stehen geblieben praktisch und hat gewartet auf die Anschlussversorgung. Aber die ist nie gekommen. Warum? Weil die Versorgungskonvois, die man nachgeführt hat, von den Ukrainern abgefangen worden sind. Von den Territorialkräften
und von den Spezialkräften. So, jetzt war nämlich das Problem, dass die Russen mit einer sehr knapp bemessenen Anzahl an Soldaten einmarschiert sind und jetzt das Ganze sich begonnen hat, ins Chaos umzuwandeln, weil jetzt musste man natürlich da vorne stehen und mal schauen, wo sind unsere Versorgungskonvois. Das heißt, man musste mal Leute wegschicken, die geschaut haben, wo sind die. Dann hat man festgestellt, die schauen alle so aus, sie sind zerstört. Das heißt, man musste jetzt Kräfte ausscheiden, die die neuen Versorgungskonvois an der ukrainisch-russischen Grenze übernommen haben, um sie dann vorzueskortieren. Und damit ist natürlich das komplette Kräftedispositiv, das sehr knapp bemessen war, völlig durcheinander gekommen. Im Wesentlichen vor allem, wenn Sie die Ausdehnung des Landes betrachten. Das heißt, die Kombination von Gefechtstechnik, Taktik und auch der innovative Einsatz von Waffensystemen, genau abgestimmt auf den Gegner, hat genau diesen Erfolg erzielt. Und, was man nicht vergessen darf, it's all about Intel, stupid. Das war natürlich sofort die massive Unterstützung des Westens und hier vor allem der USA mit Nachrichten und geheimdienstlichen Aufklärungsdaten. Ja, und wenn Sie hier nur anschauen, die ISA-Plattformen, die sich hier schön brav außerhalb des Luftraums der Ukraine bewegen, aber natürlich mit ihrer Sensorik tief in das Land hineinsehen können, in Kombination mit Satellitenaufklärung, dann war natürlich schnell klar, aha, da wird gefunkt, da wird verschlüsselt gefunkt und da wird sehr viel gefunkt, damit muss da ein Gefechtsstand sein und da konnte man natürlich sehr präzise wirken im Wesentlichen. Was dazu geführt hat, dass relativ rasch viele Generäle aus der Evolutionskette genommen worden sind, faktisch, ja. Vor allem jene, die dann versucht haben, durch ihre schiere Präsenz auf dem Gefechtsfeld die Dinge wieder in Lot zu bekommen, indem sie ihre bewegliche Befehlsstelle genommen haben und nach vorne gefahren sind ins Gefecht. Nur sie sind dort nie angekommen, weil die Ukrainer sie erwartet haben. Und da sieht man, dass also Gefechtstechnik, Taktik natürlich einen entscheidenden Einfluss haben. Das Ergebnis war, dass im März klar war, dass die Russen mit ihrem Plan gescheitert sind. Und was haben die Russen getan? Was würde das Militär tun, wenn sie sich quasi an verschiedenen Fronten verzettelt? Es versucht, seine Kräfte zusammenzuziehen, einen Schwerpunkt, oder bei uns heißt es Schwergewicht, zu bilden. Und das haben die Russen gemacht. Die Russen haben im Prinzip ihre Kräfte aus dem Raum Kiew abgezogen und haben sie im eisernen Sort in den Donbass verlegt und haben dann dort versucht, in einem Neuansatz, in einer Zangenbewegung, die Masse der ukrainischen Landstreitkräfte, die hier natürlich traditionell aufgrund der Minsker Linie stationiert waren, einzuschließen. Die Idee war zuerst eine große, eine ambitionierte, weil also eine Zangenbewegung bis zum Dnepr und ist dann immer kleiner geworden, bis dann eigentlich nur mehr dieser Raum übrig geblieben ist, ja, von einer Distanz zwischen Wien und der Bratislava, also doch noch ein ziemlicher Umfang, aber doch einmal die Größe des Landes betrachtend. Aber der Punkt ist, und das ist das Entscheidende, die Russen haben die beweglich sehr erfolgreich kämpfenden Ukrainer in eine stationäre Einsatzführung gezwungen. Sie haben sie in die Schützengräben gezwungen, faktisch. Denn die Ukraine konnte zwar den Abwehrerfolg erreichen, aber dieser Abwehrerfolg hat damit geendet, dass der Raum Kiew im Prinzip als solches befreit war, aber doch in gewissen Grenzen es zu einer erstarrenden Front gekommen ist. Und das war der Moment, wo es zum massiven Einsatz jener Wirkmittel kam, wo die russische Seite natürlich eine enorme Überlegenheit hat. Und das ist vor allem der Einsatz von Artillerie. Da war man dann plötzlich bei ca. 20.000 bis 30.000 Schuss Artilleriegranaten pro Tag auf ukrainischer Seite und bis zu 60.000 und 90.000 Schuss auf russischer Seite. Und jetzt überlegen Sie mal kritisch, wie die Erstausstattung eines durchschnittlichen europäischen Landes ausschaut mit Artilleriemunition. Und dann haben Sie eine Idee, was da verbraucht worden ist, täglich praktisch. Ja, man geht davon aus, dass die Russen ca. 10 Millionen Artilleriegranaten verschossen haben letztes Jahr. 122 bis 152 mm. Eine unglaubliche Zahl. Und die Produktionsrate jetzt bereits auf 2 Millionen sich befindet, plus der Munition, die aus Nordkorea gerade reinkommt. Und was haben wir in Europa uns gerade eingestehen müssen? Dass die versprochene 1 Million, ja, wir bis Ende des Jahres so nicht zusammenbringen werden, ja, weil sich das irgendwie nicht ausgeht, praktisch. Ja, das Ergebnis war natürlich, dass klar war, wenn die Russen diesen Einsatz so weiterführen, dass in diesem beginnenden Abnutzungskrieg die Ukraine unterlegen wird. Und damit war klar, man muss die Ukraine unterstützen, wenn man nachhaltig einen Unterschied machen möchte. Und damit kam es zur Phase 3. Und die Phase 3 war jene Phase, wo die Ukraine wieder versucht hat, das Momentum für sich zu gewinnen. Und das hat man getan, indem man der Ukraine ein signifikantes Waffensystem geliefert hat. Und man sieht das jetzt auch in dem Verlauf des weiteren Krieges sehr oft. Immer wenn die Ukraine aus einer symmetrischen Situation in eine asymmetrische kommt, das heißt, wenn die russische Seite überlegen wird, bekommt die Ukraine das, was sie braucht, um wieder symmetrisch zu werden, aber nicht mehr. Warum? Über das werden wir noch kurz reden. Aber der Punkt ist, der HIMARS war der erste klare Versuch, abgesehen von den Waffenlieferungen und Intel am Beginn des Krieges, wieder diese Symmetrie herzustellen. Und was war das Besondere am HIMARS? Warum war er so erfolgreich? Auch wenn die Stückzahl gering war, weil er erstens eine Reichweite hatte, mit der die Russen nicht gerechnet haben,
und zweitens, weil er Räder hatte und damit sehr schnell war. Shoot and scoot, Stichwort Gegenfeuer. Die Russen sind nicht dumm. Ja, die haben ihre Logistik und ihre Gefechtsstellen so angelegt, dass sie außerhalb der Reichweite des weitreichendsten ukrainischen Waffensystems war. Also zum Beispiel das BM-27 oder gar mit 30 Kilometern. Wie dann plötzlich der HIMARS aufgetaucht ist und auf 70 Kilometer wirken konnte, war das natürlich für die Russen ein Schock. Und was haben sie gemacht, die Ukrainer? Sie haben mit den HIMARS, die sie hatten, am Anfang waren das quasi 20 Stück, begonnen, all diese identifizierten Intel-Gefechtsstände, Logistikknotenpunkte anzugreifen. Und es hat also mehrere Wochen gedauert, bis die Russen wieder sich angepasst haben. Was heißt anpassen? Auflockern. Also nicht mehr 1000 Tonnen an einem Ort, sondern 10 mal 100 Tonnen verstreut. Und natürlich verlegen in die Tiefe. Dezentralisieren der Gefechtsstände. Ja. Und diese Zeit konnte man nutzen, um der Ukraine wieder das zu liefern, das sie in die Lage versetzt, um wieder in die Offensive zu gehen. Das heißt, man musste jetzt bereits aufgrund der Abnutzung der ersten Monate die Ukraine neuerlich ausstatten, damit sie wieder offensivfähig werden kann. Und wie hat man das gemacht? Indem man quasi geschaut hat, was ist noch vorhanden aus der Zeit des Kalten Krieges, vor allem in den zentral- und osteuropäischen Ländern, Polen, Tschechien und so weiter und so fort. Und diese T-Modelle als Beispiel hat man genommen und hat an die Ukraine geschickt. Dort hat man sie versucht zu strukturieren, entsprechend in eine Gliederung zu bringen, um dann wieder in die Offensive zu gehen. Und derer sind dann zwei passiert. Kharkiv und Kherson. Kherson hat eigentlich früher begonnen und Kharkiv war aufgrund des etwas späteren Beginnens und des Erfolges dominant und Kherson hat dann quasi eine überraschende Wendung genommen. Wenn ich noch einmal kurz im Gelände das zeige, Kherson bedeutet die Inbesitznahme dieses Brückenkopfes, den man den Russen wieder genommen hat, der einzige Platz, wo die Russen es geschafft haben, mit einem Fuß über den Dnepr zu kommen, also für jede weitere Offensivoperation ein wesentlicher Erfolg, aber vor allem für die Russen natürlich schwierig zu halten aufgrund von dem Problem der Logistik, weil Kherson, dieser Brückenkopf, war von der anderen Seite des Dnepr davon getrennt, dass es quasi hier drei Brücken gab, zwei Brücken und das Nowatschakower Stauwerk, das man quasi überwinden musste für die logistische Versorgung dieser Kräfte. Und hier im Raum Kharkiv, der ganze Raum ostwärts der Stadt, den man also quasi hier in Besitz genommen hat. So, wie war das möglich? Warum hat das funktioniert? In beiden Fällen gibt es klare Erklärungen dafür. Beginnen wir zuerst mit Kharkiv. Die Russen haben versucht, quasi Kräfte zusammenzuziehen, um nach einem erfolgreichen Durchbruch im Raum Popasna durch die erste Linie die zweite Linie zu umfassen. Dazu hat man von der ganzen Front Kräfte herausgezogen und hat sie verlegt hier in diesen Raum und hat dort das dritte Armeekorps gebildet, um hier mit einem Stoß Richtung Süden hinter die ukrainischen Verteidigungslinien zu kommen. Das Zusammenführen der Kräfte hat aber bedeutet, dass man hier Kräfte ausgedünnt hat im Wesentlichen. Hier grob in diesem Raum. Und das hat man natürlich erkannt aufgrund des guten Aufklärungsbildes und hat also der Ukraine klar gesagt, da wäre jetzt ein günstiger Moment, mit den bereits jetzt hier vorhandenen Kräften, die geliefert sind aus dem Westen, in den Angriff überzugehen. Und genau das hat die Ukraine gemacht. Sie hat also hier mit einer gepanzerten Kampfgruppe die russischen Stellungen durchbrochen und hat quasi eine Lücke geöffnet. Und durch diese Lücke sind leichte motorisierte Kräfte nachgefahren, haben die Gespitze überholt und sind so rasch als möglich Richtung Osten ausgefächert. Um was zu tun? Um in all den Ortschaften, die sie quasi in Besitz genommen haben, sich hinzustellen bei der ukrainischen Ortstafel und die ukrainische Flagge zu hissen und ein Video zu machen. Und das dann in die sozialen Netzwerke zu stellen. Vor allem zum Beispiel Telegram. Also, Sie wissen alle, Telegram ist das Maß aller Dinge in der Kommunikation im Osten. Millionen von Menschen sind in Telegram-Gruppen, Russen und Ukrainer. Und wie dann plötzlich diese Videos aufgetaucht sind, haben die Russen das gesehen und dachten sich, die Ukrainer stehen bereits hinter ihnen und sind davongelaufen. Genau so was. Die Kriegsgeschichte ist voller derartiger Beispiele, ja, wo an entscheidenden Moment genau so etwas passiert. Und wenn einmal Panik um sich greift im Militär, dann ist es sehr schwer einzufangen. Darüber wurden schon Bücher geschrieben. Der Punkt war, dass die Russen quasi in höchster Not am Fluss Oskil es geschafft haben, ihre eigenen Kräfte wieder aufzunehmen, aber unter Zurücklassung von viel Militärgerät. Also man nimmt an, dass die Ausstattung von drei Panzerregimentern von im Prinzip den Ukrainern hier in Besitz genommen worden sind, was natürlich logistisch hervorragend war, weil der T-72 BM, wenn ich wählen kann, ist viel besser als der Leopard, weil in den T-72 steige ich ein, fahre 1000 Meter Richtung Osten, dort ist das erste russische Munitionslager, ich hole mir meine Munition und fahre wieder weiter. Ja, während die Leopard-Munition, die muss ich mir als Polen einmal zuliefern. Ja, hoffentlich kommt sie an der richtigen Stelle an. Das heißt, dieses Gerät war natürlich für die Ukrainer sehr wichtig, aber auch hier, wie bei Kiew, war es nur ein Punktesieg, weil es war kein K.O., weil für ein K.O. hätte man zum Beispiel
tausende Gefangene gebraucht, um wirklich zu zeigen, jawohl, wir haben da jetzt einen massiven Erfolg erzielt. Ja, eine Einkesselung oder ähnliches. Aber das ist nicht gelungen. Die zweite Offensive war bei Cherson. Und das ist das, was ich als das russische Dünkirchen bezeichne. Denn diese drei Brücken, diese drei Übergangsstellen, zwei Brücken und hier der Staudamm, die waren eigentlich unter HIMARS Dauerfeuer. Die Russen waren hier in einer sehr günstigen Situation. Sie haben sich hier über mehrere Monate bereits eingegraben und die Ukrainer haben das Dilemma gehabt. Sie wollten eigentlich an zwei Stellen die Russen mit Angriffen binden und dann hier zentral durchstoßen, aber immer wieder in der Bereitstellung in diesem extrem flachen Gelände, kaum Wälder, sondern nur diese Windschutzgürtel, diese Waldstreifen vorhanden, immer wieder massiver Einsatz von russischer Artillerie, die zu massiven Verlusten geführt hat auf ukrainischer Seite. Und wie dann die Ukrainer angegriffen haben, auch zum Teil Abwehrerfolge spektakulär der Russen. Da gibt es ein bekanntes Video, ich habe es am Vormittag hergezeigt, wo ein einzelner russischer Kampfpanzer ein ukrainisches Mech-Bataillon aufhält. Weil er sehr günstig steht und in der Art und Weise, wie er das Bataillon bekämpft, völliges Chaos verursacht. Ja, das haben sie natürlich nicht gehört, klar, weil es ja nicht in das Narrativ des erfolgreichen Krieges der Ukraine hineingepasst hat. Aber das Dilemma war, dass die Ukraine hier natürlich sehr schwere Verluste hatte, aber trotzdem in einer günstigen Situation war, weil diese 30.000 Russen konnte man eigentlich aufgrund der Zerstörung der Brücken relativ rasch abschneiden. Doch was geschah? Plötzlich in einer Nacht schweigen die Waffen und 30.000 Russen und 2.500 Fahrzeuge ziehen ab, ohne dass ein Schuss bricht. Die Ukrainer rücken nach und der Brückenkopf ist gefallen. Und wenn Sie genau hinhören, da wird Ihnen aufgefallen sein, dass unmittelbar danach der US-Generalstabschef Mark Milley, jetzt mittlerweile pensioniert, gesagt hat, der glorreiche Sieg der Ukraine nach den schweren Kämpfen der letzten Monate mit 150.000 Mann an Opfern auf beiden Seiten, er war der Erste, der das so gesagt hat, wäre jetzt die Möglichkeit für Verhandlungen. Also man hat eigentlich die Rutsche gelegt, wie man so schön sagt. Ja? Die Ukraine hat gesagt, nein, jetzt erst recht. Jetzt haben wir Kiew befreit, wir haben Kharkiv zurückgewonnen und jetzt Cherson, jetzt geht es im Prinzip los. Das Dilemma ist nur folgendes. Diese 30.000 Mann, die haben die Russen verschoben. Und wo haben sie sie hin verschoben? Sie haben sie verschoben nach Bakhmut, wo sie gemeinsam mit Wagner begonnen haben, massiv anzugreifen. Und jetzt muss man wissen, dass von ukrainischer Seite eigentlich damals bereits eine dritte Offensive geplant war, wo auch bereits Kräfte bereitgestellt worden sind. Das konnte man sehr gut erkennen, auch aufgrund des Einsatzes der Fliegerabwehr in Frontnähe. Und man eigentlich hier bereits nach Kharkiv und Cherson, nach den taktischen Durchbrechen der nicht vorhandenen Verteidigungslinie zu diesem Zeitpunkt, mit einem operativen Stoß bis zum Asowschen Meer den strategischen Effekt erzielen wollte, dass man die russisch besetzten Gebiete teilt. Vor allem auch in Kombination mit einem Angriff auf die Brücke über die Straße von Kertsch. Und in dieser aussichtslosen logistischen Lage die Russen dann gezwungen gewesen wären zu verhandeln. Nur dazu ist es nicht gekommen, weil die Russen nach dem Verschieben dieser Kräfte derart massiv Druck ausgeübt haben, dass Bakhmut sehr rasch, hart umkämpft war. Und Präsident Zelensky hat gesagt, nach den Erfolgen von Kharkiv und Cherson wird kein Meter ukrainischen Bodens mehr hergegeben. Das heißt, er hat dem Militär die klare Anweisung gegeben, Bakhmut zu halten. Und das Dilemma war, dass die Ukraine begonnen hat, Bataillon für Bataillon, Brigade für Brigade zu verlegen, um hier entgegenzuhalten. Das heißt, aus meiner Sicht, sie haben den Köder geschluckt, den ihnen die Russen hingeworfen haben. Und das Ergebnis war, dass es nie zu dieser dritten Offensive gekommen ist und die Russen knapp 7 Monate Zeit begonnen haben, sich hier einzugraben. Und zwar wie aus dem Lehrbuch. Die Älteren unter Ihnen, die vielleicht noch die russischen Vorschriften, die sowjetischen Vorschriften aus den 70er, 80er Jahren studiert haben, wenn Sie da hineinschauen, dann sehen Sie genau das jetzt ins Gelände gelegt. Nämlich da in einer tief gestaffelten Verteidigungsstellung, vor allem im Süden, hier in diesem Raum, weil die Russen völlig richtig genau das antizipiert haben, was die Ukrainer auch vorhatten, nämlich dieser Durchstoß quasi Richtung Asowsches Meer. Und damit kann man zusammenfassend sagen, dass die Ukraine es zwar geschafft hat, signifikante Teile der Ukraine wieder zu befreien, Kiew, Kharkiv und Cherson, aber schlussendlich an dieser Linie zum zweiten Mal wieder in einen Stellungskrieg gezwungen worden ist, wo also die russische Artillerie begonnen hat, wieder sich an den Ukrainern abzuarbeiten, in Kombination, wenn Sie sich erinnern können, bereits mit der ersten tatsächlichen strategischen Luftkampagne gegen die kritische Infrastruktur, die hat nämlich damals begonnen am 10. Oktober. Das war das, was General Surovikin, der ja auch diese Linie definiert hat, im Prinzip veranlasst hat, diese tief gestaffelte Verteidigungslinie, hier ist nur als Beispiel im Süden, umzusetzen. Und was kam, ist dann der Einsatz der russischen Kräfte in einer weiteren Phase, und das war die russische Winteroffensive.
So, jetzt müssen Sie aber verstehen, dass die ukrainischen Landstreitkräfte zum zweiten Mal verbraucht waren. Also Abwehrerfolg bei Kiew, dann die Erfolge bei Kharkiv und Kherson. Das heißt, General Saluschny hat gesagt, wenn ihr wollt, dass wir wieder in die Offensive gehen im Frühjahr, dann brauche ich 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, 500 Artilleriesysteme. Alles klar? Gut. So, und jetzt war das Dilemma. Jetzt ist man in Europa und im Westen natürlich nervös geworden, weil das, was man in der zweiten Welle geliefert hat, also diese ehemaligen sowjetischen T-Modelle, die gab es jetzt nicht mehr. Sogar die alten T-54-55 aus Slowenien hat man geliefert als M-55S. Das heißt, bei Ihnen in Deutschland hat es bedeutet, man hat im Panzerbataillon X die Garage geöffnet und hat geschaut, na, was ist da jetzt einsatzbereit, was können wir da jetzt rüberschicken im Wesentlichen. Und man hat auch geliefert. Nur stellen Sie sich selbst die Frage, ob diese Zahl geliefert worden ist, die damals Saluschny gefordert hat, oder eben nicht. Und während diese Kräfte hereinkamen, hat natürlich Russland versucht, diese Kräfte sofort wieder ins Gefecht zu ziehen. Das heißt, die russische Winteroffensive, die wir gesehen haben, war jetzt nicht das Vorstoßen großer russischer Verbände in den Westen, sondern die Russen haben versucht, mit den Ukrainern Flipper zu spielen. Das heißt, sie haben immer wieder versucht, an verschiedenen Stellen anzugreifen, um die Ukraine zu zwingen, operative Reserven, also im Nahbereich eingesetzte Reserven, aber vor allem auch strategische Reserven auszuspielen, damit sie nicht in der Lage sind, in die Offensive zu gehen im Frühjahr, die man ja erwartet hat. Und trotz der schweren Kämpfe und auch im Ergebnis aufgrund des Verlusts von Bakhmut, das man nicht mehr halten konnte, war es für die Ukraine möglich, diese 12 Brigaden der Offensive aufzustellen und zurückzuhalten und sie nicht quasi ins Gefecht zu führen, obwohl der Druck sehr groß war im Wesentlichen. Und das Ergebnis ist es zwar den Russen gelungen, ein Jahr nach der Einnahme von Mariupol quasi auch Bakhmut in Besitz zu nehmen, aber, wenn Sie sich erinnern können, das hat die Ukraine sehr schlau gemacht im Informationsraum, denn am 21. Mai sind russische Freiwillige aus der Ukraine heraus auf russisches Territorium im Angriff übergegangen und niemand hat mehr über Bakhmut gesprochen, sondern alle quasi über den Umstand, dass die Russen offensichtlich ihre Grenzen nicht schützen können. Ja, also ganz klar wieder der Versuch, eine Niederlage durch einen Erfolg mehr oder weniger zu übertünchen, im Wesentlichen, weil es ja darum geht, den Informationsraum entsprechend hier zu bespielen. Und damit kommen wir zur Phase 5. Und das war jetzt diese lang erwartete, zuerst Frühjahrsoffensive, später dann aufgrund des Datums Sommeroffensive. Die begonnen hat am 4. Juni, vor 165 Tagen knapp. Und der Punkt war, dass hier die Ukraine zuerst versucht hat, die Russen zu zwingen, selbst Reserven zu verlagern, indem man vor allem hier in diesem Bereich aktiv geworden ist. Ja, also diese russischen Freiwilligen, mehr oder weniger, die mit ukrainischen Geräten ausgestattet Richtung Russland marschiert sind. Das hat aber nur teilweise funktioniert, weil die Russen bereits hier in der Tiefe Kräfte bereitgestellt haben und das bereinigt haben. Dann hat man versucht, quasi im Süden anzusetzen, aber auch das haben die Russen verhindert durch die Sprengung des Staudammes und die Flutung. Damit war ein Ansatz zu diesem Zeitpunkt hier in diesem Raum nicht möglich. Und damit hat die Ukraine begonnen, an drei Stellen anzutreten. Hier mit einem Ablenkungsangriff grob im Osten, vor allem im Raum Bakhmut, aber hier mit zwei zentralen Stößen, einmal Richtung Mariupol und einmal Richtung Melitopol. Und die Idee war, nach dem Durchbrechen der russischen Verteidigungsstellungen in 3 Tagen zum Beispiel hier Tokmak zu erreichen und 14 Tage später am Asowschen Meer zu stehen. Und der Enabler waren diese aus dem Westen gelieferten Systeme. So, die Idee war, der Leopard wird es richten. Der ist dann der Gamechanger, der den Unterschied macht. Die Realität war das. Am Anfang hat man noch gehört, naja, das ist mit künstlicher Intelligenz, wurden diese Bilder geschaffen. Ja? Was ja völliger Blödsinn ist. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, 21. Jahrhundert. Aber warum ist es so gekommen? Weil natürlich die Ukraine wesentliche Fähigkeiten, die sie gebraucht hätte, um hier im Landdomäne quasi erfolgreich zu sein, nicht hatte. Wie zum Beispiel eine funktionierende Luftwaffe oder zumindest die Möglichkeit, regional begrenzt eine gewisse Lufthoheit herstellen zu können, um zu verhindern, dass passiert ist, was passiert ist. Nämlich wie die ukrainischen Kolonnen in der Gliederung quasi des Anmarsches sich Richtung Ablauflinie bewegt haben, um dann dort zu entfalten und ins Gefecht zu gehen, sie geschützt gewesen wären bereits gegen die Angriffe der russischen Kampfhubschrauber, die bequem aus einer Distanz von 10 Kilometern, von bis zu 10 Kilometern, diese ukrainischen Kolonnen unter Feuer genommen haben und ein Fahrzeug nach dem anderen herausgeschossen haben. Ohne Nahbereichsfliegerabwehr
ist es schwierig, dem etwas entgegenzuhalten. Und dann natürlich das Eintreten in die Verteidigungsstellungen, und zwar der Gefechtsverposten. Massive Minenfelder, nicht 120 Meter in der Tiefe, wie die sowjetische Vorschrift es sagt, sondern zum Teil bis zu 500 Meter. Und die Minenräumfahrzeuge, die sie hatten, die konnten sie an zwei Händen abzählen. Und wenn der ausgefallen war, dann war er ausgefallen. Und schlussendlich war es so, dass nach zwei Wochen, ich habe das damals auch gesagt, man sagen konnte aus militärischer Sicht, die Offensive ist faktisch in der ersten Phase gescheitert. Um das noch einmal zu verdeutlichen, ja, hier als Beispiel Rabotine, der Bereich, der so hart umkämpft ist, nördlich von Tokmak, nördlich von Melitopol. Ja. Hier die Idee, quasi wie eine Türangel, quasi hier der Angelpunkt und das Auftreten der Tür Richtung Verboe. Sie müssen sich das vorstellen, wie im Prinzip ein Einfamilienhaus, ja, mit einem Zugangstor, einem kleinen Vorbereich, der Haustür und dann quasi das Haus selber, die Veranda und der Garten. Und da war die Idee, quasi mal schnell durch den vorderen Bereich zu kommen, bis zur Haustür, in das Haus hinein, durch das Haus hindurch, in den Garten und von dort ins Swimmingpool, ins Asowsche Meer. Ja. Das ist der Vorbereich. Da ist die Türe im Wesentlichen. Ja. Da konnte man einen Fuß hineinbringen, also Gefechtsverpostenlinie durchstoßen, erste Verteidigungslinie tatsächlich quasi zum Teil in Besitz genommen, hier vor allem an dieser Stelle. Aber man konnte die Türe nicht aufdrücken. Und man wusste auch nicht, wie viele andere Russen sind sich in diesem Haus, weiß ich noch, mehr oder weniger, wie viele sind da noch vorhanden im Wesentlichen. Ja. Und wenn man jetzt das im Vergleich schaut und sich anschaut, dann sieht man natürlich, wie groß die Distanz ist bis nach Tokmak und nach Melitopol. Man hat dann begonnen, das Narrativ zu verändern. Man hat gesagt, naja, eigentlich wollten wir ja gar nicht bis zum Asowschen Meer. Wir wollten ja nur ein bisschen Raum schaffen, damit wir dann mit dem HIMARS da runterschießen können. Ja. Das war natürlich der Versuch, quasi den Erfolg umzudeuten. Natürlich müssen sie physisch diesen Raum in Besitz nehmen, um die Versorgung effektiv zu unterbrechen, im Wesentlichen. Und nach 165 Tagen ist man immer noch hier. Ja. Also hier der Eintrittspunkt, quasi der signifikante bei Rabotine. Und hier auch bei Velika Novosilka im Wesentlichen und bei Bakhmut ist man quasi im südlichen Bereich der Stadt hängen geblieben. Und jetzt zur Zeit, faktisch durch das Eintreten der Rasputiza, der ersten Schlammperiode, kommt jede Bewegung zum Erliegen und man ist also gezwungen, quasi in einer Art Stoß- und Sturmtrupptaktik quasi vorzugehen. Durch diese Verteidigungslinien, die man hier noch einmal schön ansprechen kann, also die Gefechtsvorpostenlinie, die man durchstoßen hat, dann die 1A mit einer tiefgestaffelten 1B, von der man noch entfernt ist, und dann die tatsächliche nächste, dann Tokmak als Festung. Und damit erkennt man natürlich, dass hier die Ambition bei weitem nicht mit dem hinterlegbar war, was man also sich vorgenommen hat. Und Sie dürfen nicht vergessen, trotzdem natürlich massive Verluste auch erlitten worden sind, faktisch. Man hat also relativ rasch erkannt, dass man die kostbaren Leoparden, wenn sie nicht geschützt oder eingebettet sind als Subsystem in andere Systeme, man also kaum schützen kann im Wesentlichen. Was hat die Ukraine gemacht? Die Ukraine hat ihre Taktik verändert. Das hat auch Saluschny gesagt, nachdem dann die erste Kritik laut geworden ist, so nach dem Motto, naja, machen die Ukraine vielleicht das Falsche, hat er gesagt, jetzt passt mal auf. Wir stehen da an der Front und wir wissen, wie es ist, wenn man keine Luftwaffe hat. Ja? Wir versuchen das auf unsere Art und Weise. Was heißt auf unsere Art und Weise? Vorher hat die Ukraine versucht, quasi wie bei einem Schachfeld von einem Feld zum nächsten zu ziehen und in diesem Häckselkessel von Panzer bei Feuerartillerie und Minenfelder ist man untergegangen. Jetzt hat man anderes getan, man hat versucht, entlang der Randlinien, also dieser Windschutzgürtel vorzugehen, also quasi sich zwischen den Feldern vorzuarbeiten und quasi von hier das nächste Feld in Besitz zu nehmen. Aber das geht nur sehr, sehr langsam und ist sehr, sehr verlustreich. Also wie im Ersten Weltkrieg quasi diese Sturm- oder Stoßtrupp-Taktik, wo sie mit kleinen Elementen nach einer entsprechenden Heranführung quasi versuchen, dann quasi im Nahkampf diese Elemente quasi in Besitz zu nehmen. Und das funktioniert auch. Also man kann also so 100 Meter in der Woche kann man schon machen. Aber das Problem ist natürlich unter hohen Verlusten. Und das ist ein Dilemma. Noch dazu, wo wir ja immer mehr sehen, dass das Manöver so nicht mehr möglich ist. Warum? Weil das Gefechtsfeld ja gläsern geworden ist. Ja, weil die andere Seite in der Lage ist, Dinge quasi recht rasch umzusetzen. Das heißt, das, was wir gedacht haben, es ist nur eine Frage der Moral, wie bei diesem berühmten Bild, das man hier nachgestellt hat, ja, so ist es nicht. Ja. Es ist eben nicht nur die Moral, sondern es sind auch die wesentlichen Fähigkeiten, die man braucht. Ja. Und da sieht man natürlich, dass Russland in der Lage war, sich anzupassen. Ja. Zum Beispiel hier, wo man ganz gezielt mit einfachen Mitteln dumme Freifallbomben zu im Prinzip präzisionsgesteuerten Bomben umgebaut hat. Ja. Diese UMPK-Kits im Wesentlichen. Ja. Und auch hier noch einmal als Beispiel, wenn Sie sich anschauen, der Einsatz von Marschflugkörpern. Ja. Insgesamt, wenn Sie diese Zahlen zusammenrechnen, fast 6.000 Stück.
Und es hört nicht auf. Das hatten wir noch nie in der Kriegsgeschichte. Ja, denken Sie daran. Damals im März hat man gesagt, naja, jetzt haben die Russen ca. 350 eingesetzt, so viel wie die Amerikaner 2003 im Irak, das wird es ja wohl gewesen sein. So war es nicht. Und da sind jetzt aber noch nicht die iranischen Drohnen enthalten, von denen auch ca. 2.500 Stück bis jetzt eingesetzt worden sind. Die müssen sie alle abschießen. Der Gepard macht es super. Wirklich gut. Solange ausreichend Munition vorhanden ist. Und damit bin ich bei der Kernbotschaft. Und die ist, ja, dass das Risiko ist, dass trotz der Erfolge der Ukraine, Kiew, Kharkiv und Kherson, wir uns zunehmend einen Kulminationspunkt nähern. Denn wenn Sie genau hinhören, hat General Saluschny gesagt, so, wenn ihr wollt, dass wir wieder in die Offensive gehen, nächstes Jahr im Frühjahr, dann brauche ich Unterstützung. Es werden jetzt gerade 5 Brigaden aufgestellt, die 150. bis 154. Das bedeutet also mindestens noch einmal 150 Kampfpanzer, 300 Kampfschützenpanzer, 200 Artilleriesysteme. So, wir sind dran. Wo kommt das jetzt her? Also welches deutsche Panzerbataillon gibt jetzt die nächsten ab? Praktisch, im Wesentlichen. Und das ist natürlich eine zentrale Frage. Und da rede ich noch nicht von Munition, Stichwort 1 Million Artilleriegranaten. Ich rede noch nicht von der Unterstützung, die der Staat braucht zum Überleben, finanzieller Natur. Ich rede noch nicht von der kritischen Infrastruktur und so weiter und so fort. Und damit kommen wir zum Center of Gravity. Der Center of Gravity, ich denke, den Begriff kennen Sie alle, jener Bereich, den Sie unbedingt erhalten müssen, um quasi diesen Konflikt für sich entscheiden zu können. Und das ist für die Ukrainer ganz eindeutig die Versorgung des Westens mit Waffensystemen. Soldaten haben sie noch genug. Noch. Die Frage ist, wie lange? Weil natürlich Russland mit 145 Millionen Menschen ein ganz anderes Wehrpotenzial hat wie die Ukraine, wenn man die Geflüchteten wegrechnet mit knapp 33 bis 35 Millionen Menschen. Aber wenn sie nur immer in Teilen Gerät bekommen und damit quasi sich jeden Erfolg mühsam erkämpfen müssen durch den Verlust ihrer Soldaten, wird es auf der Zeitachse gesehen knapp. Und wenn das aufhört, dann wird es sehr schwierig. Und Sie haben ja vor kurzem sicher auch gelesen, die Artikel, die gekommen sind, nicht nur von General Saluschny, sondern auch hier in der Time, wo also sehr offen dann kritische Fragen gestellt werden. Ja, also sind die Kriegsziele noch die richtigen? Und die Russen beobachten das sehr genau. Und die sagen, perfekt, die haben die Präzisionsuhren, aber wir haben die Zeit. Kennen wir, oder? Von den Taliban, Afghanistan, das ist auch gesagt. Die haben die Waffen, wir haben die Zeit. Und wer jetzt nach Afghanistan schaut, weiß, dass sie recht gehabt haben. So ist es. Faktisch. Also andere, da würden wir uns selbst belügen. Das ist einfach so. Und auf der russischen Seite ist der Center of Gravity immer noch die Kohäsion der Bevölkerung und das Zusammenhalten und auch die Unterstützung des Präsidenten. Und solange das der Fall ist, werden die weitermachen. Wer von Ihnen war schon mal in Russland? St. Petersburg, Moskau, die Masse. Wer war schon mal hinter Ural? Zwei. Da beginnt das wirkliche Russland. Das sind Städte, deren Namen Sie noch nie gehört haben, mit 300.000, 400.000 Einwohnern. Sehr archaisch strukturiert. Kartoffelsack, wie ich vorher gesagt habe. Das soll nicht abwertend, ja, lachen Sie nicht. Aber der größte Fehler ist es, den Gegner zu unterschätzen. Das lernen wir doch die ganze Zeit. Aber wir tun es gerade. Wir glauben, das geht irgendwie so vorbei. Die werden schon ein Problem bekommen, wenn sie keinen französischen Käse bekommen, wie ich das immer polemisch ausdrücke. Ja. So ist es nicht. Die nehmen das wirklich ernst. Vorgestern nehmen wir das auch ernst. Und damit zieht dort nach wie vor der ein oder andere junge Mann aus einem Dorf in den Krieg. Und wenn Sie sich anhören, die Zahlen derer, die jetzt im Einsatz sind, so zitiere ich den Oberkommandierenden der US-Streitkräfte in Europa, General Cavioli, der vor kurzem festgestellt hat, dass ca. 420.000 russische Soldaten im Einsatz sind. Das Doppelte von dem, das vorher der Fall war. Jetzt sagen viele, naja, das sind ja alles Reservisten, ja, die sind nur betrunken und haben sowieso keine Moral. Ja. Das hören wir jetzt seit Monaten. Ja. Und ich sage Ihnen, das Problem ist, und da bietet sich der Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg an, dass auch auf der ukrainischen Seite es zunehmend schwieriger wird. Denn die Elite ist gefallen, die gut ausgebildeten Soldaten. Wir haben so wie im Jahr 1915 den Kampf der Reservisten gegen die Reservisten. Da steht der Familienvater dem Familienvater gegenüber. Die österreichisch-ungarische Armee hat am Beginn des Krieges 2014 innerhalb von wenigen Monaten fast ein Drittel des österreichisch-ungarischen Offizierskorps verloren, weil die mit dem Säbel in der Hand gegen die russischen Maschinengewehre gestürmt sind. Und ab 1915 war die Offiziersausbildung sehr, sehr kurz. Ein Auffrischungskurs für die Reservisten.
Und genau das sehen wir auch hier im Wesentlichen. Das heißt, auch hier gibt es eine gewisse Parität, die wir akzeptieren müssen. Und damit komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Naja, gut, warum liefert man ja dann den Ukrainern nicht das, was eigentlich notwendig wäre? Vor allem von der Nation, die es eigentlich in der Hand hätte, sprich den USA. Und das ist natürlich das Dilemma, weil man ja auch hier Krieg führt gegen eine nuklear bewaffnete Macht. Und das kann man also nicht wegleugnen. Darum tut aus meiner Sicht die amerikanische Seite genau das Richtige. Sie versucht den Russen zu vermitteln, seht her, es bringt nichts. Wir werden der Ukraine immer geben, was sie braucht, hört einfach auf. Problem ist nur, die Russen sprechen darauf nicht an. Wir machen einfach weiter. Boiling the frog nennt man das. Ja? Man versucht den Frosch so zu kochen, dass er es gar nicht merkt. In der Hoffnung, dass er irgendwann wegkippt und dann wieder richtig gekocht. Aber ja, nicht zu schnell, damit er nicht raushüpft. Und dann ist er weg. Und wenn man sich verschiedene Aussagen von Thinktanks ansieht oder auch von mir schon zitierten Generälen, General Milley zum Beispiel, dann hört man das auch sehr gut heraus. Oder sagen Sie sich die Waffenlieferungen an. Ja? 20 HIMARS. Warum nicht 100 oder 150, wie die Ukrainer gefordert haben? Und aus militärischer Sicht völlig richtig. Man hat dann nochmal 18 nachgeliefert, jetzt noch ein paar Stück dazu, aber nicht die entscheidende Menge. F-16. Lange Diskussion. Nächstes Jahr sollen sie kommen. Wir haben gesagt, naja, es gibt zwar 2.500 F-16 auch auf der Welt und tausende ausgebildete Piloten, aber die Ukrainer kann man nicht ausbilden, weil die sprechen kein gutes Englisch. Mhm. ATACMS, Tactical Army Missile, jetzt vor kurzem, die älteste Version, die M39 und eine begrenzte Stückzahl. Es gibt das Prinzip der Masse, Saturation, Überforderung des Gegners. Das erreichen Sie nicht mit 13 oder 30 oder 40 ATACMS, da brauchen Sie mehr, gleichzeitig am besten. Nicht alle zwei Wochen einmal ein, zwei Storm Shadow oder Scalper-Folge. Wo Sie das Problem haben, Sie haben nicht genug Waffenträger, SU-24M zum Beispiel. Ne? Es ist nicht die Menge der Scalp und nicht die Menge der Storm Shadow, sondern die Menge derer Flugzeuge, die in der Lage sind, diese zu tragen. Sie wissen ja, die SU-24 hat man umgebaut, indem man die alten Tornado-Waffenträger da drauf geflanscht hat und mit denen kann man sie einsetzen im Prinzip. Und das Dilemma ist, dass die Russen offensichtlich im elektromagnetischen Feld immer besser werden. Man nimmt also an, dass ca. 50% der Präzisionswaffensysteme, also GMLRS, JDAMs und so weiter, nicht treffen, weil sie durch GPS-Störung abgelenkt werden. Und auf ukrainischer Seite ca. 3/4 der Drohnen, die eingesetzt werden. Die Ukrainer verlieren im Monat ca. 10.000 Drohnen. Die Überlebensdauer einer Drohne ist durchschnittlich ein Flug. Können Sie die Frage stellen, ob Sie ein Bordbuch brauchen für den Einsatz einer Drohne, ja, und eine Logistik-Chain oder was auch immer dahinter. Stichwort Beschaffung. Ja, und das Dilemma ist natürlich, dass mit dem fortlaufenden Konflikt die Amerikaner auch große Herausforderungen haben der Versorgung auch dieser Ressourcen, die notwendig sind, und sie machen den Unterschied, so ist es praktisch. Ja. Ich möchte es auch vor allem nicht als Österreicher, das steht mir überhaupt nicht zu, kleinreden, was hier von Europa geliefert wird. Sie wissen, die Österreicher sagen, wir sind moralisch auf der Seite der Ukraine, aber militärisch neutral, das heißt, wir haben keinen einzigen von unseren 58 Leopard geliefert. Ja. Aber das Dilemma ist natürlich trotzdem, den Unterschied machen die Amerikaner. Das ist ihnen allen klar im Wesentlichen. Ja. So, und jetzt haben wir aber natürlich das Dilemma, dass Russland mittlerweile seine Rüstungsindustrie hochfährt. Also, wir haben ungefähr zwischen 100 und 200 Panzer pro Monat. Ja. Davon ca. 50 Neufertigung mit Masse D90 und der Rest quasi vom Schrottplatz Refurbishment. Die müssen sie niederkämpfen. Da ist es völlig egal, ob Sie Bilder haben, wo Dutzende Fahrzeuge quasi in Explosionswolken zerstört werden, die schieben einfach nach. Und Sie dürfen nicht verstehen, die Russen haben einen anderen Zugang zum Gerät als wir. Ja, das vorher schon am Vormittag erzählt, bei uns heißen die Leopard im alle Namen. Lieschen, Gretchen und so weiter, die hegen und pflegen wir. Das ist ihnen völlig egal. Der T-72, BM, B-3, D-90, der war nie dafür ausgerichtet, die Besatzung zu schützen. Ja, die sollte nur so lange überleben, damit sie in der Lage ist, den Gegner zu treffen. Und die Russen haben immer gesagt, qualitativ können wir den Westen nicht an. Im Duell, der Leopard gegen die T-72. Aber wir machen das mit der Quantität. 4 T-72, ein Leopard. 3 werden wir zerstört haben, aber der vierte, der wird ihn dann knacken. Darum sehen die das, was das Gerät betrifft, sehr entspannt. Ja. Und solange sie Soldaten zusammenbringen und ausbilden können, die diese Fahrzeuge bedienen und bemannen, geht es weiter. Ja, und auch hier wieder natürlich jetzt im Oktober wieder der ganz klare Fingerzeig. Also wenn ihr jetzt da bald nicht nachgibt, wer weiß, was dann passiert noch möglicherweise. Ja? Stichwort Nukleareinsatz, ja? Atomwaffen-Testvertrag, aus dem man ausgestiegen ist und so weiter und so fort. Ja?
Wenn irgendeine Atomwaffenübung stattfindet in Russland, dann rennen bei uns alle in die Apotheke und kaufen Jodtabletten, ne? Weil alle in einer geistigen Ausnahmesituation sich befinden. Das wissen die Russen. Ja, Boiling the Frog, um das nochmal zusammenzufassen. Ja. Attack Camps. Massierung ist das Ziel, aber das Liefern, um quasi wieder diese Symmetrie herzustellen, das ist natürlich klar zu wenig im Wesentlichen. Vor allem, wenn jetzt die Situation im Raum steht, dass möglicherweise auch nicht einmal das mehr geliefert wird. Warum? Weil wir jetzt mittlerweile ja nicht mehr den Konflikt nur in der Ukraine haben, sondern mittlerweile auch im Nahen Osten offensichtlich ein Flächenbrand möglicherweise ausbrechen kann. Und die USA versucht, dass das verhindert wird. Ja, das ist der Grund, warum Blinken, Biden und so weiter zu den Israelis fahren und sagen, passt auf, was ihr mir tut, ja, wir können uns keine Eskalation leisten. Wir kommen ins Hintertreffen. Viele der Journalisten, mit denen ich kommuniziere in der Ukraine-Sache, sind mittlerweile in Israel und nicht mehr in der Ukraine. Weil der Konflikt natürlich interessanter ist momentan. Was natürlich für die Ukraine schwer macht zu vermitteln, Achtung, wir brauchen hier Unterstützung. Und darum hat General Saluschny den ungewöhnlichen Schritt gemacht und ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, all die Dinge, die ich auch schon seit Monaten sage, A, der Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, B, das gläserne Gefechtsfeld, die Pattsituation als solches. Genau das hat er angesprochen, dass es hier die Schwierigkeit gibt, dass wenn der Krieg sich über Jahre zieht, dass wir zunehmend unter Druck kommen, Stichwort Wehrpotenzial. Also ihr müsst verstehen, dass das eine ernste Situation ist. Entweder ihr seid mit uns oder nicht. Also entweder all in oder wir müssen uns eingestehen, dass es nicht funktioniert. Und denken Sie daran, die Russen wissen das. Die setzen auf die Zeitkarte. Sie erkennen die Faktoren. Und dazu kommt, dass es ja leider nicht nur ein Konflikt ist quasi des globalen Nordens gegen den globalen Süden, und damit bin ich schon im Finale, also nicht nur ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, sondern auch des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden. Stichwort Sanktionen. Nehmen wir nur ein Beispiel. Indien. Vor kurzem hat der indische Außenminister in der österreichischen ZIP, das ist unsere Abendnachrichtensendung, ein Interview gegeben und hat gesagt, schauen Sie mal her, eure Probleme in Europa sind nicht unsere Probleme. Und wenn wir in Indien jetzt billig Rohstoffe von den Russen kaufen, die wir uns vorher nicht leisten konnten, dann ist das nur gut und gerecht. Und wenn wir diese Rohstoffe um den 3-4-fachen Preis an euch verkaufen, dann ist das nur umso besser, weil jetzt sind wir dran. Und das ist natürlich das Stimmungsbild. Ja? Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass es nicht nur globale Mächte sind, sondern auch Regionalmächte, die mittlerweile beginnen, ihre Interessen zu projizieren. Denken Sie an Karabach und Aserbaidschan, denken Sie an die Sahelzone, denken Sie quasi an den Nahen und Mittleren Osten, denken Sie an China und Taiwan. Also wir haben jetzt nicht nur eine Krise, sondern wir haben jetzt mittlerweile Polykrisen, die entstehen im Wesentlichen. Ja? Und auch nochmal, um das mit den Chinesen zu verdeutlichen, der chinesische Friedensplan. Da wird über diese Räume gar nicht mehr gesprochen. Und das ist eine demilitarisierte Zone. Die Russen wären grundsätzlich einverstanden, sie würden sich noch hier diesen Teil Odessa bis hinunter auch dazu wünschen. Dann wäre es also aus ihrer Sicht perfekt. Dann wäre die Ukraine ein landlocked country, das also am Tropf des Westens hängt. Stichwort Rohstoffe und so weiter und so fort. Naja, und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Rohstoffe, wo wir ja gesagt haben, der Rohstoffentzug wird es dann machen, doch weiter fließen. Ne? Und wenn man da schaut, im Vergleich vom Jänner bis August, so sieht man, dass eigentlich die EU immer noch der größte Abnehmer ist. Ne? Also die Inder kaufen das Öl, laden es auf ihre Tanker um, fahren dann ins Mittelmeer, da kommt dann unser Tanker, die legen dann Seite an Seite, da wird dann umgepumpt, dann ist das Öl wieder sauber. Wir belügen uns hier selbst. So ist es. Sagt Ihnen ein Österreicher, ja, um das noch einmal zu unterstreichen. Polykrise, ja, also nicht nur eine Krise, sondern Krisen, die ineinander übergehen. Und auch hier, wir dürfen nicht naiv sein. Sie kennen alle das Spiel Risiko, ja, wo Sie kleine Soldatenfiguren quasi herumführen und sich dann freuen, dass Sie Kontinente erobert haben. Ja. Wir haben Soldatenfiguren in die Ukraine geschickt, haben aber vergessen, dass die Russen mittlerweile den Sahel erobert haben. Denken Sie daran, auch die Bundeswehr, MINUSMA. Mali, die war J2 in der Trainingsmission, die erfolgreichste Trainingsmission der EU. Die gibt es so nicht mehr, praktisch. Die Franzosen haben Mali verlassen. Burkina Faso, Niger. Und wer natürlich die Sahelzone kontrolliert und auch Nordafrika, hat natürlich auch die Migration in der Hand, faktisch. Und das ist die Frage, stellen wir uns jetzt diese Herausforderung, wie beim Spiel Risiko, versuchen wir quasi Afrika wieder in unser Einflussgebiet zu bekommen. Und das soll jetzt bitte nicht kolonialistisch gingen, sondern einfach nur Ihnen zu verdeutlichen, was im Prinzip es
wichtig ist zu verstehen, nämlich dass es um Interessen geht, Interessensgebiete. Und die Amerikaner offensichtlich sind dazu nicht mehr in der Lage, ja, weil sie aus mehreren Gründen selbst Herausforderungen haben, die sie zu beherrschen haben. Also da kommen einmal die Chinesen an vorderster Front. Ich war vor kurzem in Harvard eingeladen, da war China das Thema. Ukraine war Ernüchterung. Und der Nahe Osten, das war die Angst einer Eskalation. Und alle waren stumm, wenn man gefragt hat, um was glauben Sie, wie die Wahl nächstes Jahr ausgeht. Und wenn Sie da auf dieses Bild schauen, wer fehlt, wer kommt da gar nicht vor? Wo ist Europa? Ja, Rishi Sunak, ja, die Briten, aber der Rest? Also hat Europa offensichtlich keine Relevanz mehr. Das heißt, wir sind also dazu verdammt, erste Reihe fußfrei zu sitzen und mit anschauen zu müssen, wie sich die Welt weiterdreht und aus den Fugen gerät. Und einer der Gründe, warum man ja nicht möchte, dass Russland gewinnt, ist, weil man Angst hat, dass das internationale Rechtssystem völlig außer Rand und Band gerät. Die UN-Charta, auf das, was wir uns geeinigt haben, ja, das Völkerrecht. Jeder kann machen, was er will. Wenn die Russen durchkommen, naja, dann sagen die Chinesen, naja, Taiwan ist sowieso eine innerchinesische Angelegenheit, also das könnte man ja gerne mal erledigen. Und dann gibt es die Aserbaidschaner, die sagen, naja, wir wollen eigentlich einen Landkorridor Richtung Türkei haben. Also die Armenier stehen uns da ein bisschen im Weg. Und die Europäer werden nichts tun, weil die kriegen von uns Öl. Und zwar nicht wenig. Und wenn wir uns jetzt die Zukunft anschauen und auch die wirtschaftliche Entwicklung, ja, Sie kennen sicher alle diesen Index, den PMI-Index, wo es also darum geht zu prüfen, wie so Staaten aufgestellt sind. Schauen wir uns also Deutschland an, da geht es also hinunter. Österreich, wie gesagt, Sie sind der Walhai, ja, wie der Putzerfisch. Wenn der Walhai abdriftet, dann können wir uns entscheiden, ob wir da jetzt mitdriften oder irgendwo anders hingehen, um das so zu sagen. Ja. Aber so ist es nun mal. Und die Prognosen sind also keine positiven. Ja. Eigentlich sollte das umgekehrt sein. Eigentlich sollte da alles rot sein, ne? Und nicht grün. Und da alles rot. Wie passt das zusammen, faktisch? Ja, und bevor er in Pension gegangen ist, hat der General Milley nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass der Konflikt möglicherweise, wenn er nicht vorher befriedet wird, lange dauern wird. Und Sie wissen, es wird auch immer dieses Nord- und Südkorea-Szenario gebracht, aber denken Sie daran. Der Korea-Konflikt hat sehr viele Ähnlichkeiten aus meiner Sicht auch mit diesem Konflikt. Das war am Beginn sehr dynamisch und dann eigentlich 2 Jahre Abnutzungskrieg. Und es hat 473 Tage über 2 Jahre gebraucht, um ein 18-seitiges Waffenstillstandsdokument zu verhandeln. Das bis heute gilt. Bis heute gibt es quasi nur einen Waffenstillstand und keinen Friedensvertrag zwischen diesen Ländern. Und genau da sind wir im Wesentlichen. Ja. Dass wir uns jetzt entscheiden müssen, wie wir hier weitermachen wollen. Und es wird über unsere Zukunft entscheiden. Und ich sage Ihnen heute und jetzt, Sie können nicht sagen, Sie haben es nicht gewusst, weil ich habe es Ihnen gesagt. Heute, hier und jetzt. Und als Vater von 3 Kindern hoffe ich es natürlich nicht, dass es zu einer Eskalation kommt. Aber meine Uniform bringt mich in eine besondere Rolle, in eine besondere Verpflichtung meinem Staat gegenüber. Und da sollte ich gerade der sein, der sagt, okay, möglicherweise könnte es für uns spannend werden. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Und ich hoffe, dass es nicht passiert. Und wenn es nicht passiert ist, dann trinke ich mit Ihnen eine Flasche Wein, die zahle ich und sage, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja. Aber wenn es kommt, dann sollte man darauf vorbereitet sein, wie ich schon gesagt habe. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und 10 Minuten haben wir noch Zeit, gut in der Zeit für Fragen. Danke sehr. Danke, Herr Oberst, für diesen sehr interessanten, aber doch ernüchternden Vortrag. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es werden jetzt Kameraden mit Mikrofonen rumgehen. Bitte nutzt die Mikrofone, damit wir das alles auf Tonband später auch haben für die Veröffentlichung auf YouTube. Danke. Klasse, Test. Herr Oberst. Also vielen Dank für diesen ausführlichen Vortrag. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe eine Frage an Sie, weil ich auch 3 Töchter habe und Sie haben auch 3 Kinder. Sie sind ja letztendlich seit 2 Jahren Military Influencer, kann man so sagen. Wie sieht es da mit der persönlichen Sicherheit Ihrer Familie und Ihnen aus? Also ich weiß, es ist eine persönliche Frage, müssen Sie nicht beantworten. Ja. Das ist eine Frage, die mich einfach interessiert, wie Sie das machen, wie Sie das für sich vereinbaren, weil Sie einfach omnipräsent die Fakten präsentieren in einer Art und Weise, die, glaube ich, nicht jedem gefällt.
Ich hätte noch eine zweite Frage, die wäre wirklich militärisch. Aber die stelle ich erstmal zurück. Okay, zur ersten Frage. Einer der wesentlichen Gründe, warum ich das tue, was ich tue, ist der Grund, weil ich Vater von drei Kindern bin. Zwei Söhnen und einer Tochter. Weil die werden mal fragen in 20, 30 Jahren und werden sagen, Papa, was war denn eigentlich deine Rolle damals? Und ich kann zumindest sagen, ich habe versucht, den Leuten zu erklären, wie die Situation sich darstellt und ich habe das versucht in einer objektiven und neutralen Art und Weise, in einer ehrlichen Art und Weise. Und Sie können sich vorstellen, und wenn Sie mir gefolgt sind über die letzten Monate, dass ich grundsätzlich meiner Linie immer treu geblieben bin. Ich habe das auch immer argumentiert. Ich habe gesagt, schon sehr, als Militär sehen Sie mich wie ein Arzt, ja, der Ihnen einen zweiten Befund gibt. Ja, mit der Ausbildung, die ich habe, und die ist keine schlechte, so wie Sie alle eine gute Ausbildung haben. Mit der Bewertung und den Folgerungen müssen Sie dann umgehen. Ja, aber ich Ihnen erzähle, ich werde Ihnen nicht erzählen, das, was Sie hören wollen. Wir lieben zu hören, was wir mögen. Weil es ist natürlich angenehmer zu sagen, naja, der Leopard wird es dann machen. Ne? Oder der Taurus, der macht dann den Unterschied. So ist es nicht. Wir sind in Zeiten des Krieges. Man muss das so ansprechen. Der ist natürlich jetzt nicht gefühlt sichtbar an unserer Grenze und hoffentlich wird es auch nicht dazu kommen. Aber Fakt ist, dass natürlich hier der Krieg ausstrahlt in verschiedene Bereiche, wirtschaftlich und so weiter und so fort. Ja? Also das ist etwas, was mich motiviert. Und dass ich Influencer geworden bin, das war ja nie so geplant im Wesentlichen. Und ich glaube nicht, dass ich Influencer bin. Ich bin selber immer überrascht, dass also viele Leute irgendwie dem etwas beimessen, was ich sage. Und das bringt dann eine gewisse Bekanntheit mit als solches. Aber ich tue zum Beispiel Folgendes nicht. Ich nehme nur sehr ausgewählte Anfragen an, so wie heute hier. Weil da sitzt die Jugend, Sie müssen es verstehen. Aber ich gehe nicht in jede deutsche Talkshow. Das wäre völlig unangebracht. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Bitte fragen Sie in Deutschland Ihre Offiziere. Sie haben eine hervorragende Ausbildung. Sie müssen sich einmal davon trennen, ihnen zu misstrauen. Jetzt ist der Moment. Jetzt müssen Sie sagen, Herr Oberst, ja, wie sehen Sie die Situation? Überlassen Sie das Feld nicht den Politikwissenschaftlern. Die haben keine militärische Ausbildung. Es ist so. Ja, oder jenen, die Zivildienst gemacht haben, die dann kommen und Ihnen da Gefechtstechnik und Taktik erklären. Ich war selber oft im Auslandseinsatz und habe da doch schon einige anspruchsvolle Dinge erlebt und habe mich auch immer wieder über die Kameradschaft gefreut, auch mit den deutschen Kameraden, Afghanistan zum Beispiel oder am Balkan immer wieder oder Franzosen in Afrika und so weiter. Ja. Aber da hat man schon Eindrücke, die einen die Dinge verstehen lassen. Ja. Oder eben ich, einer der wenigen, der sich da hingesetzt hat und mit den Ukrainern gesprochen hat, ja, als Beispiel. Ich habe einen guten Freund bei der 47. Mechbrigade, die Brigade, die da diesen ersten Stoß durchgeführt hat, wo am nächsten Tag die Hälfte der Leute tot waren. Das ist das, was motiviert. Und vielen Dank. Zur Sicherheit, ja, also ich glaube nicht, dass bei den Aussagen, die ich treffe, etwas dabei ist, wo jetzt jemand sagt, okay, also den Reisenden, da machen wir jetzt ein Fadenkreuz drüber. Ja. Das ist nicht der Fall, aber wir haben natürlich unseren militärischen Abschirmdienst und die Dinge, die dann schon darauf achten, dass es da nicht irgendwas Falsches passiert im Wesentlichen. Ja. Vielen Dank für die ehrliche und offene Antwort. Die zweite Frage, Sie hatten es gerade schon gesagt, Taurus. Wir kennen die Kommunikation in Deutschland, die Berichterstattung, aber auch die aus dem internationalen Raum. Wäre aus Ihrer Sicht die Lieferung Taurus ein Gamechanger? Ist es eher die Eskalation? Wie bewerten Sie gerade das Zögern um den Taurus? Ja, also wie gesagt, ich möchte also hier ganz klar auch verdeutlichen, es steht mir nicht zu, als Österreicher da in irgendeiner Art und Weise belehrend zu wirken. Ich gebe Ihnen jetzt, wie gesagt, einen Befund als zweiter Arzt, ja, den Sie fragen und sagen, ist die Krebserkrankung wirklich letal oder nicht? Was sagen Sie dazu? Und ich sage Ihnen, der Taurus ist ein Waffensystem, von dem man annimmt, dass es gegenüber dem Skalp und auch der Storm Shadow noch einmal gesteigerte Fähigkeiten hat. Also besonders resistent ist zum Beispiel gegen Störangriffe. Besonders in der Lage ist, quasi sich dem Ziel anzunähern, weil er besonders quasi im Kurvenflug, in der Tiefe und in der Nähe quasi des Bodens sich annähern kann, also unterhalb des Radarschirms. Ja. Und einen kalibrierbaren Zünder hat, der nicht nur schöne Löcher in Brücken stanzt, sondern möglicherweise das Brückenlager zerstört, genau da man es gehört. Ja. Er ist also ein Waffensystem, das sehr wohl in der Lage ist, quasi tatsächlich Effekte zu erzielen. Die Frage ist, sind diese Effekte entscheidend? Ja, aber nur dann, wenn sie massiert passieren. Also wenn 100 Taurus gleichzeitig Sevastopol angreifen, dann können Sie davon ausgehen, dass es einen massiven Schaden bei der Schwarzmeerflotte gibt. Wenn alle 2-3 Wochen 3-4 Taurus, die von 2 SU-24M geflogen werden, in einen Angriff fliegen, von denen 2 abgeschossen werden und 2 stoßen durch und zerstören ein Schiff, dann ist es spektakulär, ein super Erfolg im Informationsraum, aber es ändert nichts an der Kriegsführung. Denken Sie an die V1 und V2 im Zweiten Weltkrieg. Hunderte, Tausende sind in London gestorben, aber den Kriegsverlauf haben die nicht verändert.
Da hätten wir schon 100 V2 herunterregeln. Und das war aber nicht der Fall. Und was Sie natürlich in dieser Diskussion sehen, ist, dass man auch ganz klar versucht, Druck zu machen auf Deutschland, quasi hier mitzugehen. Ja? Denken Sie zum Beispiel an die Leopard. Ne? Da war es ja so, dass erst die Amerikaner gesagt haben, wir liefern Abrams, und die Deutschen sagen, okay, Leopard. Ja? Leopard sind schon verglüht, oder ein Teil davon. Abrams kommen jetzt quasi als Nächster. Und da sagt dann nicht Amerika, ne, Moment einmal, wir sollen die ganze Last stemmen. Was ist eure Rolle dabei? Trump war ja deswegen so unbeliebt, nicht weil er der Wahrheit war, sondern weil er gesagt hat, 2%. Die müsst ihr jetzt schon mal einhalten. Ne? Das ist das Dilemma. Aber das Problem ist, wir haben ja nicht mehr viel in den Arsenalen. Ne? Sie wissen ja selbst, wie wir uns quasi zurückgefahren haben nach Ende des Kalten Krieges. Vielen Dank. Gerne. Wir wären jetzt theoretisch am Ende der Zeit angekommen, aber ich möchte wenigstens auch aus dem Kreis der Studierenden noch die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen, wenn es Ihnen nicht widerspricht. Ich habe Zeit, ich fahre erst morgen nach Hause, ich kann da Stunden stehen bleiben. Ja. Danke. Es liegt also ganz nach Ihnen. Ja. Ja, vielen Dank, ich bin der Rohfilter. Es ist von einer Zeitenwende in Deutschland die Rede und gemäß den Aussagen des Verteidigungsministers ist auch ganz klar, wohin die Reise geht. Sie haben in einem Ihrer vergangenen Videos ganz klar dargelegt, dass es infrastrukturmäßig schlecht aussieht in Europa, grundsätzlich. Wie viele Panzerwerke bzw. Panzermotorenwerke hat Europa? Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich eine zweistellige Jahreszahl brauchen, bis wir überhaupt in der Lage sind, massiv zu produzieren. Und ich stelle die Behauptung auf, dass Russland die Möglichkeit hat, vorher vertikal zu eskalieren, zu intervenieren, kleinere Sabotageakte durchzuführen, wenn ich mir was aus dem Hut zaubern würde, und im Zweifelsfall auch einen Präventivschlag durchzuführen, weil wenn der Drops erstmal gelutscht ist, warum sollen sie das in ihre eigene Grenze führen? Und das ist jetzt eine Behauptung, die ich auch stelle. Meine Frage an Sie, sehen Sie das genauso und was würden Sie dazu sagen? Vielen Dank. Auch hier, finde ich, bietet sich ein bisschen der Vergleich an mit der Vergangenheit. Sie wissen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie folgt oft denselben Mustern. Sie wissen, der Zeitgeschichtler heutzutage sagt, die Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges wird man zukünftig als die Zeit des Großen Krieges bezeichnen, unterbrochen von diesen knapp über 20 Jahren mehr oder weniger Pause des neuen Luftholens. Was meine ich damit? Wenn Sie sich erinnern, vielleicht an den Unterricht in der Schule, dann haben Sie schon mal alle was von dieser Dolchstoßlegende gehört. Ne? Ein wesentlicher Motivator, vor allem auch des beginnenden Nationalsozialismus, wo man gesagt hat, eigentlich an der Front hätte man ja den Sieg schon in der Hand gehabt, aber wir sind ja dann betrogen worden durch listige Umtriebe. Auch in Österreich, 12. Sonderschlacht, die Italiener bis zum Piave hinweg zurückgedrängt und dann bricht die Monarchie auseinander, aufgrund von Verschwörung, was auch immer. Und ähnlich muss man sich auch die Russen betrachten. Die Russen haben eigentlich das Ziel vor Augen gehabt und haben es nicht erreicht und fühlen sich darum betrogen. Sie machen das auch schlau. Das russische Narrativ ist ja, großer Vaterländischer Krieg 2.0, der Kampf ums Überleben, ja, man möchte uns vernichten und niemand weiß, was das bedeutet. Wie stehen die Russen in 20 Jahren da? Und wenn offensichtlich die Russen auf den globalen Süden zählen können, dann gibt es ihnen die Möglichkeit, sich sehr wohl potent aufzustellen. Möglicherweise potenter, als wir in der Lage sind, wenn wir die Situation nicht ernst nehmen. Sie wissen ja, wir haben ja jetzt gerade beschlossen, die grüne Wende ist ein Thema, oder? Windräder, nicht Artilleriegranaten, wollen wir bauen. Also die Entscheidung liegt bei uns, wie wir damit umgehen oder nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche die richtige Entscheidung ist. Wir erleben History in the Making. Der Historiker, und ich bin ja selber einer, hat die unangenehme Art, Ihnen die Dinge so zu erklären, wie wenn sie voraussehbar gewesen wären. Das ist aber nicht so. Obwohl ich weiß, dass in 5 Jahren die Leute sagen werden, die Historiker, naja, das war ganz klar, weil da ist das passiert und da und hin und her und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt wissen wir es nicht. Niemand kann Ihnen sagen, welche Entscheidung die richtige ist oder die falsche. Man kann nicht sagen, ob All-In möglicherweise die Russen dazu bewegt, nuklear etwas zu tun. Das weiß man nicht. Kann aber auch sehr wohl der Fall sein. Auch hier denken Sie an München 1938. Ja? Wer hätte gedacht, dass eben nicht nur Sudetenland das Ende der Fahnenstange ist, sondern viele andere Dinge auch. Das ist beim Machen so geworden, wie man so sagt in Österreich. Ne? Also noch einmal, die Uniform, ja, impliziert eine besondere Verpflichtung zum Staat. Und aus dieser Verpflichtung heraus ergibt sich auch die Fürsorgepflicht, im Sinne von dem darauf aufmerksam machen, dass möglicherweise in einem Bereich, den man vernachlässigt hat, grob vernachlässigt hat, man etwas zu tun hätte, für den Fall der Fälle. Natürlich hoffen, dass es nicht passiert. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ja?
Aber das ist unsere Pflicht, das zu tun. Die Politik zu beraten und zu sagen, schauen Sie her, ich muss Ihnen sagen, das Bundesheer schaut nicht gut aus. Wenn wir jetzt Dinge beschaffen, dann rüsten wir das Bundesheer nach, aber wir rüsten es nicht auf. Und nur weil jetzt quasi Herren wie ich herumlaufen, heißt das nicht, dass das Bundesheer besser dasteht. Da ist schon einiges zu tun. Und das kostet Geld. Geld, das Sie nicht in die Windräder stecken können, E-Tankstellen, E-Autos oder sonstiges. Pflege. Denken Sie daran, wir sind eine postheroische Gesellschaft. Ja? Sie kennen diese Umfrage 2015 Gallup, ne? Da hat man gefragt, wären Sie bereit, mit der Waffe in der Hand Ihr Land zu verteidigen? 18% haben Sie geschafft in Deutschland. Bei uns waren es 21. Ja? Also jetzt haben wir es vor kurzem wiederholt, haben wir 23 geschafft. Na, immerhin. Sie brauchen also auch Soldaten, die davon überzeugt sind, Ihr Land verteidigen zu wollen und zu müssen. Fragen Sie sich das. Eine letzte finale Frage. Guten Tag, Herr Oberst, und zwar meine Frage. Kurz zusammengefasst entnehme ich Ihrem Vortrag, dass realistisch betrachtet, wenn auch politisch begründet, es vorerst keine Möglichkeit gibt, die Ukraine in ausreichendem Maße zu unterstützen. Nun ist ja die Umkehrseite der Medaille der politische Wille in Russland. Und da ist vor allem meine Frage, wie sieht es aus mit Regime Change? Gibt es andere Möglichkeiten, um Russland zu bewegen, eben nicht mehr an dieser speziellen Militäroperation, wie sie nun offiziell genannt wird, von russischer Seite teilzunehmen? Dankeschön. Ob wir nicht dazu in der Lage wären, die Ukraine zu unterstützen oder nicht, das stelle ich in den Raum. Wir haben grundsätzlich noch einiges an Material verfügbar. Die Frage ist, ob wir dieses Material verwenden oder nicht. Und wie Sie ja vor kurzem gehört haben, haben ja auch NATO-Offizielle gesagt, man kann den Boden im Fass erkennen. Das heißt, die Ressourcen werden quasi weniger im Wesentlichen. Ja. Also das dazu. Das ist das, was ich immer sage, all in. Und vergessen Sie nicht die USA, die ja hier eine wesentliche Rolle spielt. Das Zweite ist eine Wunschvorstellung. Wir alle hoffen, dass irgendwo gerade jetzt im Zug ein Lenin sitzt, der Richtung Russland fährt, um dann dort Agitation zu betreiben und eine Revolution auszulösen. So wie im Oktober 1917. Wenn es passiert, wird der Historiker kommen und wird sagen, war ganz klar, damals. Aber wir sehen ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Es gibt ja keinen Stauffenberg, der die Geschichte mit Putin erledigt, so einfach nebenbei, was man oft hört. Und wenn Putin weg ist, ist die Frage, wer kommt danach? Ich behaupte, dass sogar noch Schlimmeres kommen kann. Weil Putin hat 20 Jahre gelernt, mit uns zu spielen, mehr oder weniger. Der wusste, wie wir ticken, oder weiß es. Wenn Sie so im russischen Staatsfernsehen manchmal schauen, welche Leute dort auftreten, zum Teil auch aus dem inneren Kreis um den Präsidenten, denke ich mir, puh. Die sagen dann, wann hören wir jetzt auf, diese Spezialoperation endlich weiterzuführen? Wann beginnen wir endlich in den Kriegszustand überzugehen? In den verfassungsmäßigen Kriegszustand, wo der Staat Russland ganz andere Möglichkeiten hat als jetzt? Wann legen wir endlich Kiew in Schutt und Asche? Wann zeigen wir der Welt, was wir können? Also ich bin mir da nicht so sicher. Und auch das russische System, finde ich, muss man sehr aus der Geschichte heraus verstehen. Ja? Das Dilemma ist, die Russen haben nie mit Demokratie umgehen gelernt. Gab es nie einen Bedarf dafür. Das haben wir gedacht, dass das so ist nach den 90er Jahren. Da gab es immer den starken Führer und der hat bestimmt, wo es lang geht. Der Homo Sovieticus, der sowjetische Mensch, der wirkt bis heute nach. Das System bestimmt, was sie machen. Der Grashalm, der schneller wächst, ist nicht erwünscht. Glauben Sie mir, ich war oft in Russland. Ja. Ich möchte bei Gott nicht behaupten, dass ich die Russen verstehe, aber ich habe zumindest hinter den Vorhang ein bisschen geblickt. Großer Vaterländische Krieg, warum und wieso und hin und her. Ja. Und das, was wir als Aufbruch gesehen haben in den 90er Jahren, das haben die als Chaos und Agonie empfunden. Und da kam dieser Putin und hat sie wieder dorthin gebracht. Zum Weg auf die Supermacht mit allem drum und dran. Und wenn Sie, wie gesagt, in das russische Staatsfernsehen schauen, die Narrative sind ja da im Wesentlichen. Ja. Und das macht es so schwierig zu verstehen. Was die Russen nicht verstehen, ist, sie haben keine Softpower. Das oft mit den Ukrainern diskutiert. Die haben gesagt, Herr Oberst, wir wollen auch in die EU, weil du dieses Geld. Wir wollen, dass es unseren Kindern besser geht. Was machen wir mit den Russen? Die können uns nichts bieten. Ja. Die Russen im Gegenzug glauben, wir haben die Ukrainer verhext. Und haben sie ihnen weggenommen. Etwas, was ihnen gehört. Das ist ein Dilemma. Ja. Also die Antwort ist nein, ich sehe das momentan nicht. Der schwarze Schwan, vielleicht kommt er, aber momentan hat er sich noch nicht bemerkbar gemacht. Ja. Man hört nicht einmal ein leises Quaken. Ja, bleibt mir ganz ohne Mikro zu sagen,
herzlichen Dank. Und zwar in zwei Richtungen. Zum einen mal in Ihre Richtung, Herr Oberfeldwebel. Denn Sie werden sich vielleicht schon gewundert haben, warum hat der Oberst eigentlich nicht am Anfang hier begrüßt und hat den Auftakt gemacht, sondern das hat der Oberfeldwebel gemacht. Warum? Das war seine Idee. Und er hat das angestoßen, dass wir diese hervorragende Veranstaltung, diesen ganzen hervorragenden Tag, und wir beide hatten schon gestern Abend, hier so durchgeführt haben. In Ihre Richtung und allen, die Ihnen geholfen haben, ein aufrichtiges Dankeschön. Und das zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Da können wir, glaube ich, ganz kurz applaudieren. Ja. So, ganz komme ich aus der Diplomatie aber nicht raus. Das heißt, es ist jetzt an mir, Ihnen auch einen Dank zu entrichten. Ich habe das vorhin schon ganz persönlich getan mit zwei Kleinigkeiten, aber offiziell muss ja immer irgendwie ein Wappen dazu. Das Wappen übergebe ich gleich, nicht ohne zu sagen, I'm deeply impressed. Ich sag mal allen, die hier sitzen und noch einen akademischen Abschluss vor sich haben, hier können Sie den Modellathlet eines akademisch gebildeten Offiziers erleben. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil er kann Ihnen als ein Beispiel dienen. Und es ist nicht Ihr Job, wenn ich das richtig verstehe, als Kommandeur eines Wachbataillons, um es in unser Deutsch zu übersetzen, ist es nicht Ihr Job, sich um solche Dinge zu kümmern. Sie tun es aber trotzdem, und das ist privates Engagement und Interesse, und natürlich hängt auch mit Ihrem Studium zusammen. Aber ich habe selten jemanden im Fernsehen als selbsternannten Militärexperten erlebt, der in ähnlicher Art und Weise mit so tiefem Wissen uns überzeugt und mitnehmen kann. Und Sie sind eben kein selbsternannter Militärexperte, sondern Sie sind es wirklich. Herzlichen Dank, Sie haben mich tief beeindruckt und es wird nachhallen, bei mir persönlich und ich bin sicher auch bei allen, die hier im Raum sitzen. Danke. Und auch ganz persönlich, danke, dass ich Sie kennenlernen durfte über die paar Stunden, die wir gemeinsam hatten, und ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Herzlichen Dank dafür. Danke für die Wertschätzung, ja, danke. Ich bedanke mich für den Applaus und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Die Veranstaltung ist hiermit beendet. Danke.